Klappe und Action. Oh yeah, und willkommen zurück hier auf Adobe Live. Wow. Siehst du, es passiert immer was. Wenn der Rufus da am Computer sitzt, passiert immer was. Okay, also Ton aus, alles gut. Willkommen hier auf Adobe Live, unser November-Stream auf Deutsch. Wir fangen gleich an mit dem Lasse. Hallo Lasse, wie geht's dir? Lasse gut, Benke, danke. Fotograf und Bildbearbeiter. Das wird ein super spannender Stream diese Woche. Da haben wir im Programm, also hier auf adobelive.com, sind natürlich alle Informationen. Da haben wir den Chat natürlich. Und bitte, wenn ihr das Video, den Livestream auf YouTube anguckt, bitte kommt rüber auf adobelive.com. Das geht ganz einfach mit der Adobe ID rein. Und dann kann man im Chat mitmachen. Und das lesen wir alles. Und alle eure Fragen werden beantwortet. Daneben haben wir dann auch die Schedule, also das Programm von diesen drei Tagen. Und wie ihr gerade seht, jetzt fangen wir mit Lasse an. Und dann haben wir Bao und Kiko, das sind zwei YouTuber, die sind dann zusammen mit dem Chan im Livestream um 12 Uhr. Dann haben wir Sean Bu. Sean Bu ist schon das zweite Mal mit uns. Sean Bu hat diese Star Wars Fanfilme gemacht und so, und der macht auch ganz tolle Sachen mit Premiere und After Effects. Also das wird super spannend. Also YouTube, After Effects, Premiere und dann um 14 Uhr mit Lisa Tegtmeier, super coole Illustrationen, und da werden wir wirklich sehen, wie man mit so einer Illustration anfängt und wie die Lisa das zu Ende kriegt. Also willkommen, ich gucke schnell im Chat hier mal, was wer da alles ist, oder der Thomas Böttcher ist hier, oder das geht jetzt alles ziemlich schnell hier. Gucken wir schnell, hallo aus Berlin, Jürgen, Jan, Robert, Philipp, Marlo, Jan, Philipp, ihr seid ja alle da zwischen euch reden. Hannes, Ulrike, Florian, Anna. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Lasse, warte, ich tue mal schnell hier da auf, dort den Livestream wieder hier auf meinen Computer, sodass ich alles sehe, dass alles gut funktioniert. Hier ist alles grün und parat. Und was hast du denn auf dem Kopf da? Du bist ja durchsichtig. Ist das dein drittes Auge? Ich bin jetzt Inder geworden. Das ist gerade der neueste Schrei in Indien. Das Loch im Kopf. Dritte Auge vom Lasse. Okay, sein Fotoauge. Genau. Okay, Lasse, ich geh rüber auf deinen Bildschirm. Und da gehen wir in die Ecke runter. Und da kannst du ein wenig über dich selbst mal erklären, wer du bist, was du so machst und was du in diesen drei Tagen vorhast. Ja, mal schauen, wie das so wird. Ich bin Lasse, ich komme aus Bremen. Ihr seht hier schon ein paar von meinen Bildern. Ich bin Fotograf und Bildbearbeiter und ich verdiene mein Geld aktuell hauptsächlich mit der Stockfotografie. Also das bedeutet, ich verkaufe meine Bilder über Adobe Stock unter anderem. Und ja, das mache ich schon seit 2009 mittlerweile. Ich bin eigentlich fast 10 Jahre. Ja, stimmt. Halt, wow. Jubiläum, genau. ich habe damals angefangen, als ich in der Ausbildung war. Ich bin Mediengestalter eigentlich und habe mich dann aber nach der Ausbildung, hat das schon ein ganz gutes Einkommen gebracht, und dann habe ich mich selbstständig gemacht 2011. Und seitdem mache ich das im Prinzip hauptsächlich. Ich habe jahrelang eigentlich auch nur davon gelebt. Jetzt in letzter Zeit gebe ich auch Workshops und nehme Tutorials auf, und ja, das erstmal zu mir, zu meinen Bildern. Ihr könnt hier so ein bisschen meine Website sehen. Da kommt übrigens bald eine neue. Mhm. Aber das ist noch meine aktuelle Website. Also lassedesignen.de. Genau. Und ja, hier seht ihr so ein bisschen, was ich mache. Sehr viel Bildbearbeitung steckt in meinen Bildern, wie ihr sehen könnt. Sehr viel Photoshop natürlich. Und ich konnte mich eigentlich nie so richtig auf ein Thema festlegen, was ihr auch sehen könnt. Also ich mache gerne mal was mit Autos oder Fahrzeugen, und ich versuche mich auch gerne mal so ein bisschen an so surrealen Dingen, wie ihr hier mit der Frau sehen könnt. Das ist übrigens auch ein Projekt für Adobe gewesen. Ich kann das auch mal groß machen hier. Da geht das Kleid so ein bisschen hier in die Landschaft über. Ja, was haben wir noch? Hier den Calvin, den kennen sicherlich viele von euch. Den habe ich auch mal fotografiert und ein Bild für ihn erstellt. Calvin Hollywood. Genau. Ist Calvin da? Manchmal ist er da. Okay. Im Chat. Cool. Ja. 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 Let's summon the Calvin. Genau. Calvin. Ja. Ja. Ja, Calvin, super Typ auf jeden Fall.
dem ich auch sehr viel zu verdanken habe. Deswegen nochmal danke, Kelvin. Der hat mir sehr viel geholfen. Ja, meine Bilder, wie ihr sehen könnt, ganz verschiedene Sachen. Mal Porträts, mal wieder Fahrzeuge. Dann hier mal wieder was Surreales, wo ich hier in so einer Bücherei stehe. Mal ein bisschen was Lustiges mit so einem Geschäftsmann. Das sind eigentlich im Prinzip auch so gut wie alles Bilder, die ich verkaufe. Also ich versuche da schon immer eine kommerzielle Zielgruppe zu treffen. Und ja, ab und zu mache ich auch mal einen Auftrag. Wie zum Beispiel denkst du daran? Also okay, jetzt mache ich ein Foto, das ein, irgendein Thema hat. Oder wie machst du das? Gehst du so auf Google? Was suchen die Leute? Oder wie funktioniert das? Also ich glaube, wenn man Stockfotograf ist, dann wird man ja sehr viel damit konfrontiert, einfach mit Stockfotografie, mit kommerziellen Bildern. Wenn man sich eben die bestverkauftesten Bilder anschaut oder die erfolgreichen Fotografen anschaut, dann lernt man irgendwann und irgendwann kriegt man dieses Denken, glaube ich, was ein kommerzielles Bild ist, was für eine bestimmte Zielgruppe interessant sein könnte. Und ja, ich werde immer oft gefragt, woher meine Inspirationen kommen. Ich kann das oftmals gar nicht so genau sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Stockfotografie-Markt für mich ein extrem kreativer Markt ist. Also da sind natürlich auch die typischen Bilder drin, die der Apfel auf einem weißen Untergrund. Aber es gibt auch super kreative Fotografen, bei denen man sich ein bisschen was abschauen kann. Ja, und die Tanja, die fragt dich, wo hast du deine Stockfotos beworben, um Einnahmen zu erzielen? Ja, das ist halt das Praktische. Man muss sie nicht bewerben. Das ist sogar gar nicht so schlau, sie zu bewerben, würde ich sagen. Also ich poste eigentlich nie einen Link zu meinen Stockfotos, also direkt zu Adobe Stock auf meine Social-Media-Seiten, denn beim Stockfoto ist es immer stark davon abhängig, glaube ich, da gibt es einen Algorithmus, den ich auch nicht kenne. Ich weiß nicht, wie der funktioniert, aber ich weiß, dass wenn ein Bild sehr viele Views bekommt und wenig Verkäufe, dann wird das ganz schnell sinken im Ranking und dann wird es sich auch nicht verkaufen. Deswegen, wenn ich es bei Facebook posten würde, würde es sehr viele Views bekommen, wahrscheinlich wenig Verkäufe und dann ja, also man muss einfach ein Bild machen, was sich behaupten kann gegen die anderen, denn man muss sich natürlich immer behaupten gegen viele andere. Oder die auf Facebook posten, aber nicht verlinken. Genau, das mache ich ja. Genau, die Bilder zeige ich ja, aber ich sage eigentlich nie, dass das jetzt alles immer verkäufliche Bilder sind. Und der Tim ganz richtig, der hat einen Link da zu contributor.stock.adobe.com. Da kann eigentlich jeder Fotos hochladen und gucken, ob die gut genug sind für den Verkauf. Genau, ich habe damals auch in der Ausbildung angefangen und damals waren meine Bilder nicht besonders gut. Ich kann gerne vielleicht später auch nochmal zeigen, wie sie früher aussahen. Ja, das wäre cool zu sehen, wie der Lasse sich entwickelt hat. Wir können gerne mal reinschauen. Ich habe ja hier mein Portfolio offen, wobei ich muss es glaube ich, bei Fotolia geht es ein bisschen leichter. Also das ist mein Portfolio bei Adobe Stock. Wenn man bei Adobe Stock verkauft, verkauft man ja automatisch auch bei Fotolia und ich würde das mal eben hier bei Fotolia Fotolia gibt es ja seit nächstes Jahr nicht mehr, oder? Genau, am 5. Dezember 2019 wird das Ganze abgeschafft. Und ich wollte mich jetzt eigentlich nicht einloggen. Da ist mein Portfolio. Und wenn ich das jetzt hier nach Datum sortiere, also sind die gleichen Bilder wie bei Adobe Stock. Und wenn ich jetzt hier auf die letzte Seite gehe, also nicht erschrecken gleich, das sind so meine Anfänge. Ja. Wie gesagt, bei einigen Bildern weiß ich nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe, so wie bei diesem zum Beispiel. Das war mein Kinderzimmer und da Komposition. So meine ersten Versuche. Einige davon haben sich gut verkauft, andere eben nicht so. Das hier ist zum Beispiel, das hat sich ganz gut verkauft. Da habe ich einfach so einen Geschwindigkeitseffekt. Und weißt du, was die Leute dann damit machen? Naja, es gibt ja viele Leute, also die Deutsche Bahn zum Beispiel ist ein großes Unternehmen, die brauchen sicherlich häufiger mal Bilder oder alles, was mit dem Thema Zugfahren, mit Reisen zu tun hat, könnte da vielleicht passen. Und was haben wir hier noch? Das ist zum Beispiel das Haus von meinen Eltern. Und das war auch eins meiner ersten richtig erfolgreichen Bilder. Das Bild habe ich tatsächlich, das war auch, glaube ich, eins der ersten Bilder, das ich irgendwann mal in der Öffentlichkeit gesehen habe. Also da bin ich irgendwann aus dem Auto gestiegen und dann hing das bei Real, also beim Geschäft, ganz groß an der Hauswand und das war echt ein tolles Erlebnis und ja, der Real stand auch nur ein paar Kilometer entfernt von diesem Haus und deswegen war das irgendwie ganz witzig und hier seht ihr nochmal so ein paar von meinen frühen Kunstwerken. Und es ist so cool eben, dass man auch, irgendwo muss man ja anfangen. Genau. Okay, und dann entwickelt sich man mit der Zeit und auch mit der fotografischen Kultur und
Ja, ist schon cool. Genau. Danke, Lasse, dass du uns das gezeigt hast. Sehr gerne. Ja, ich habe da kein Problem mit, das zu zeigen. Es ist allerdings, muss man sagen, heute so, dass man nicht alle Bilder davon mehr verkaufen könnte. Vielleicht ein paar, aber es ist ein bisschen professioneller alles geworden. Der Stockmarkt hat sich entwickelt, wie das in sehr vielen Branchen so ist. Und heutzutage ist das sehr viel professioneller und ja, viele Bilder davon würden wahrscheinlich nicht durch die Annahme gehen. Also, hallo Thomas. Thomas sagt, hi aus Berlin, leider verspätet, aber willkommen. Alfred fragt, hi Lasse, eine Frage zu Eigentumsfreigabe, Property Release. Was darf ich verwenden ohne Eigentumsfreigabe oder für welche brauche ich einen, zum Beispiel bei Landschaftsaufnahmen, Schlösser, Auto und so? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt immer das bekannte Beispiel vom Eiffelturm zum Beispiel, den darf man beim Tag fotografieren und wenn dann nachts die Lichter an sind, dann nicht. So, das ist weil die Lichter gehören Lichter sind irgendwie einer Kunstwerk. Firma. Ja. Genau, und da muss man sich immer, glaube ich, für jedes Objekt, für jedes Haus informieren. So wie bei dem Haus von meinen Eltern, das hätte ich auch nicht einfach anbieten dürfen, aber mein Vater hat mir eine Eigentumsfreigabe unterschrieben. Die kann man auch runterladen bei Adobe Stock. Und dann darf man das hochladen. Ansonsten gibt es etwas, das sich Panoramafreiheiten nennt. Eigentlich darf man in Deutschland zumindest von einem öffentlichen Grund alles fotografieren. Dennoch muss man natürlich immer Logos rausretuschieren. Ja, ja. Aber das ist in anderen Ländern auch wiederum anders. Deswegen, ich bin jetzt auch kein Rechtsspezialist, deswegen ich kann da jetzt keine hundertprozentigen Angaben machen. Also Probleme hast du nie gehabt? Nein. Okay. Ich habe auch eigentlich nie von irgendjemandem gehört, der mal wirklich Probleme hatte. Ja, also von gewissen Sachen weiß man ja auch, das Atomium in Brüssel? Brüssel, ja. Das darf man auch nicht fotografieren, weil da Rechte drauf sind. Aber ja, gute Frage, Alfred. Das sind immer so interessante Sachen, aber wie du sagst, Lasse, das sind auch so Sachen, die sich von Land zu Land irgendwie verschieden sind. Aber wenn man eben Fotos bei Adobe Stock hochlädt, dann wird immer gefragt, auch Model Releases oder alle diese Forms, die müssen auch dabei sein, wenn das Team bei Adobe Stock es will. Weil alle Fotos werden angeguckt, sagen wir mal so, von einem Human, das heißt nicht Artificial Intelligence. Und die kontrollieren dann die Qualität vom Bild, ob das Bild Sinn macht oder so. Und dann wird es freigegeben oder nicht. Genau, so ist das. Und ja, genauso ist es auch mit Personen. Sobald man eine Person erkennen kann, muss man eine Modelfreigabe sich unterschreiben lassen von dem Model. Ansonsten wird Adobe Stock und auch jede andere Agentur das ablehnen. Ja, genau. Ja, ist einfach zu gefährlich. Plötzlich kommt da eine Klage oder so und dann sind alle, ja, genau, so klagbar. Ist das. Genau. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man irgendwann, was geht und was nicht. Und ja, genau. Ja, ab und zu mache ich auch mal einen Auftrag, wie zum Beispiel dieses Bild hier. Rolf Zukowski kennt vielleicht viele von euch. Jetzt will er das Bild nicht laden, aber ihr seht es ja hier. Für den habe ich das letzte Albumcover gemacht. Auch mal eine schöne Aufgabe. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles sehr durchmischt. Ich habe immer mal Lust, mich an neuen Sachen auszuprobieren. Das hier war zum Beispiel auch ein... Jetzt will er irgendwie die Bilder nicht mehr laden. Jedenfalls, das hier war auch ein Projekt für Adobe letztes Jahr. Ja, so sehen meine Bilder aus. Und ja. Und Vera sagt, hey aus Innsbruck. Schön, dich wieder mal zu sehen. Hallo, zuletzt war es in Seefeld. Ah, okay. Ja, da habe ich mal einen Workshop gegeben. Okay. Freut mich. Und dieser Punkt ist wirklich nervend. Jetzt guck das. Soll ich ihn abmachen? Nein. Das dritte Auge vom Lasse. Genau. So seht ihr mehr von den Bildern. In der Weihnachtsbäckerei. Aber ein Bild in der Weihnachtsbäckerei? Ja, genau. Okay, ist natürlich ein sehr bekanntes Lied von Rolf Zukowski. Ah, okay. Ein Kinderlied. Ah. Und genau, das ist auch unter anderem auf der CD. Und Christoph fragt dich, hi Lasse, wurden auch schon Bilder von dir abgelehnt? Ja, klar. Heutzutage ist es so, dass sehr wenig abgelehnt wird, weil man irgendwann... Weil man weiß, was angenommen wird und was geht und was nicht. Aber am Anfang tatsächlich wurde sehr viel abgelehnt. Das ist dann auch oft mal sehr demotivierend gewesen. Ja. Aber man muss sich einfach darauf einstellen und man muss einfach so ein bisschen die anderen Leute anschauen, was die machen und sich auch an der Qualität natürlich
orientieren. Mhm. Ja, also ja, also nie aufgeben. Dass ich habe auch ganz viele so neue Leute im Adobe Stock gesehen, die halt, alle meine Bilder wurden abgelehnt. Aber es gibt immer einen Grund dafür. Und diese Gründe muss man halt lernen und dann eben. Irgendwann versteht man die Gründe auch. Also ich weiß, dass es am Anfang oftmals schwer verständlich ist, aber die haben schon eigentlich meistens auch einen Sinn. Also oftmals ist dann ein Logo, was irgendwo vergessen wurde, oder das Bild rauscht zu stark, oder es ist unscharf. Also man muss da schon gewisse Qualitätsstandards einhalten, und das ist auch gut so, finde ich. Ja. Also ich sehe auch, deine Bilder sind sehr bearbeitet. Ja. Also sind so wirklich so Storytelling. Fast. Oder ja, Storytelling. Ja, teilweise natürlich schon. Das hier zum Beispiel. Also du hast vorher gesagt, es gibt auch Bilder vom grünen Apfel oder so und solche Sachen. Das ist das Stock, wo die sich alle vorstellen, oder der Doktor mit dem Stethoskop oder mit dem weißen Hemd. Aber natürlich immer mehr gibt es auch solche Fotos, die eben eine ganze Geschichte erzählen, und die eigentlich nicht mehr. Vorher nahm man ganz viel Stockfotografie, um eben Bilder zusammenzunehmen und die dann auch noch retuschieren und zusammenfügen und so. Aber ja. Genau, das, also, ist auch alles genau, das war so ein bisschen eigentlich früher die Stockfotografie, dass man gesagt hat, das Bild soll eigentlich unfertig sein. Es soll noch für den Designer oder Bearbeiter dann später genügend Raum lassen, um daraus etwas machen zu können. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, die wollen das gar nicht, oder die wollen schon ein fertiges Bild. Und das ist eben mehr meine Zielgruppe. Und ja, die Stockfotografie hat sich auch geändert einfach. Mhm. Also heutzutage gibt es sehr viel mehr fertige Bilder. Also so jemand, es gibt kaum noch Leute, die freigestellte Dinge verkaufen. Mhm. Gibt es sicherlich auch noch, aber im Prinzip gibt es das eben alles schon. Und wenn es das schon einmal gibt, dann, man kann natürlich alles nochmal neu hochladen, aber speziell bei den freigestellten Äpfeln vor Weiß, da gibt es nicht viel, was man dann besser machen kann. Da ist einfach, Und der Robert fragt dich, legt man die Preise für seine Bilder in Adobe Stock selber fest? Ich wüsste nicht, welchen Wert ich ihnen geben würde. Bei Adobe Stock kann man die nicht festlegen bisher. Bei Fotolia ging das, wenn man einen bestimmten Status erreicht hat. Bei Adobe Stock sind die einfach, das ist festgelegt. Mhm. Okay, ja. Und Adobe Stock nimmt eine Perzentuale vom Verkauf? Genau, man bekommt als Anbieter immer 33% Anteil. Also ganz, muss ich sagen, bei Adobe Stock blicke ich noch nicht ganz durch, was genau die Anteile sind. Es gibt ja verschiedene Modelle für den Käufer. Man kann Abos abschließen, man kann Creditpakete mittlerweile kaufen. Und je nachdem, was eben der Käufer für ein Paket hat, bekommt man eben auch einen Anteil, der manchmal größer sein kann. Manchmal sind es auch nur, ich weiß nicht genau, 37 Cent, aber eben manchmal auch. Ich hatte jetzt letzte Woche auch mehrere Verkäufe, wo ich knapp 100 Euro für ein Bild bekommen habe. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja. Und auch mit Video. Video ist auch sehr preis, sagt man, kriegt man auch gutes Geld für Video. Genau, mache ich selbst gar nicht, aber kann man auch gut Geld mit verdienen, weil auch der Videomarkt natürlich noch nicht so stark überflutet ist wie der Bildermarkt. Ja, weil und der Videomarkt ist auch sehr wichtig eben auch für Stock-Sachen, weil man immer für B-Roll, also so kleine Schnitte, ich weiß nicht. Genau, das sind immer eher so Schnipsel, die man vielleicht am Ende in einem Trailer oder so zusammenschneidet. Oder zwischen zwei Sachen oder so. Genau, müsst ihr mal anschauen auf Adobe Stock, einfach mal Videos suchen, wenn ihr sowas macht. Also da kann man sich den ein oder anderen Euro dazu verdienen. Genau. Und Johanna meint, okay, hey aus Berlin, gerade bei Stockbildern weiß man ja manchmal nicht, wo sie letztendlich verwendet werden. Wie gehst du damit um, wenn Gesichter, Personen in Werbung verwendet werden, bei der du nicht dahinter stehst? Mich hält es manchmal davon ab, alles anzubieten. Also es gibt in den, ich weiß nicht, sind es die AGBs oder in den Dingen, die eben Adobe Stock vorgibt, da gibt es sozusagen ein Gesetz, dass die Bilder nicht für pornografische oder auch Dinge, die mit Gewalt oder ich glaube auch mit Politik zu tun haben, dafür darf man sie nicht verwenden. Also in dem Bereich ist man quasi mehr oder weniger abgesichert oder könnte dann wahrscheinlich was dagegen unternehmen. Die meisten Dinge, wo meine Bilder bisher aufgetaucht sind, also im Prinzip, es gab zwei, drei Beispiele, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das fand ich jetzt nicht so cool. Also ich hatte zum Beispiel einmal, dass die katholische Kirche hat mein Bild auf ihrer Webseite oben im Header als Hauptbild verwendet. Und die katholische Kirche, wissen ja alle, war mal sehr lange stark in der Kritik wegen Kindermissbrauch und so weiter. Und da war das so, dass tatsächlich die Bild-Zeitung bei mir angefragt hat, ob sie das Model auf dem Bild, was meine Frau war,
ob sie es interviewen dürfen, weil sie meinten, ja, wie findet, sie wollten einfach von meiner Frau wissen, wie sie das findet, dass sie da abgebildet wird. Und haben wir abgelehnt so, weil ich finde, das macht auch einfach keinen Sinn. Wir hatten da sowieso keinen Einfluss drauf. Und im Endeffekt, das sind dann auch Sachen, die sind dann auch schnell wieder passé. Aber die Bild-Zeitung hat tatsächlich einen Artikel rausgebracht, wo dann drin stand, irgendwie mit Überschrift, wer ist die mysteriöse Frau auf der Wolke? Weil das war eben ein Bild, wo meine Frau auf so einer Wolke saß mit einem Laptop. Ah, also sehr paradiesisch. Also. Ja, ja, okay. Genau. Und dann haben die so einen Artikel tatsächlich gebracht. Okay. Und Henrik meint, kann man sagen, dass ab einer gewissen Anzahl von Bildern auch eine gewisse Einkommen möglich ist? Man kann das nie so genau sagen, das kommt wirklich auf die Bilder an. Also es gibt Leute, die verdienen mit 200 Bildern richtig gut. Es gibt auch Leute, die verdienen gar nichts. Also das ist stark von den Bildern abhängig. Aber natürlich ist die Stockfotografie irgendwo schon, man muss so ein bisschen auf Masse gehen, sonst kann man nicht davon leben. Man kann sich ein bisschen was dazu verdienen natürlich und man kann auch durchaus mit einem einzigen Bild ein paar tausend Euro verdienen. Aber das, ja, dafür muss man eben sich sehr genau damit beschäftigen, was geht und was nicht. Ja. Und Robert sagt danke für die Infos. Und Christoph, wie viel Zeit benötigst du durchschnittlich für ein Bild? Das ist eigentlich die Frage, die mir am öftesten gestellt wird. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also ja, bei den Bildern, die ihr jetzt hier seht, das sind ja alle, die vier hier, das sind ja sehr aufwendige Bilder. Da sitze ich schon inklusive der Fotografie wahrscheinlich 5 Stunden, vielleicht manchmal länger an einem Bild, manchmal auch den ganzen Tag, manchmal auch noch länger. Aber andere Bilder, ich weiß nicht, ob ich hier ein gutes Beispiel jetzt habe, so zum Beispiel das mit dem Kapitän, das ist theoretisch relativ schnell von der Bearbeitungszeit, weil der Hintergrund relativ einfach, mehr oder weniger einfach aufgebaut ist. Oder dieses Bild hier, das ist fast so fotografiert, da habe ich jetzt nur den Hintergrund getauscht. Das war eigentlich bei uns in Bremen im Park und da war aber sehr nah ein Baum und ein Haus im Hintergrund. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen mehr Weite hinten reingebracht. Also das dauert dann vielleicht mal 2 Stunden, das zu bearbeiten oder ein bisschen weniger. Das ist so eine Frage, die immer kommt. Genau. Ob es Illustration, Fotografie, Design, Film oder wie lange brauchst du für so eine Sache? Das ist so unterschiedlich. Genau. Ich werde ja hoffentlich gleich auch noch ein Bild bearbeiten. Solange, könnt ihr sehen, wie lange ich brauche. Solange es benötigt. Genau. Das ist wirklich total unterschiedlich. Also dieses Bild hier zum Beispiel, das ist fast so fotografiert. Da habe ich nur den Himmel getauscht. So. Und das Bild hier ist so fotografiert. Da habe ich gar nichts gemacht. Da habe ich übrigens, weil ich wollte gerne so einen Lichteffekt, da habe ich Regenjacken verwendet also eine rote Regenjacke über den einen Blitz und eine blaue über den anderen. Und dann kriegt man auch so schöne Lichteffekte hin. Also man braucht gar nicht immer diese Farbfolien. Also du verkaufst auch Bilder von dir selbst. Das Bild ist nicht, das steht tatsächlich nicht im Verkauf. Aber ja, ich verkaufe auch Bilder von mir selbst. Ich habe hier bestimmt auch irgendwo Bilder, wo ich drauf bin. Ich glaube, hier gibt es irgendwo eins. Genau das hier zum Beispiel. Hat sich auch gut verkauft. Ich bin natürlich immer das erste Model, was available ist. Und wenn ich eine Idee habe, dann ist es einfach so, dass ich die meisten sehr schnell umsetzen möchte. Und ich möchte nicht groß irgendwie warten. Das ist natürlich auch in der Stockfotografie so ein Ding. Man kann sich nicht ewig Zeit lassen, um irgendwas zu produzieren. Und deswegen nehme ich dann manchmal auch mich. Und gerade wenn ich so Nerds oder sowas abbilde, dann geht das für mich ganz gut. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht den... Okay, wir beantworten noch ein paar Fragen hier. Und dabei dann fangen wir an zu arbeiten, weil das wollen wir alle sehen, wie der Lasse auf diesen Bildern arbeitet. Und wie der Christoph, was hat der Lasse auf der Stirn? Das, ich habe ein Loch in der Stirn. Das Loch in der Stirn. Nein, das ist ein grüner Punkt. Ja. Der Chan, den ihr später noch, der Herr Döner, den werdet ihr später noch im Stream sehen, der hatte die schöne Idee, mir diesen Punkt auf die Stirn zu kleben. Ja. Okay, Dirk meint, gibt es bei vielen Kunden nicht einen Trend hin zu wenig bearbeiteten Bildern, eher dokumentarische, natürliche Szenen, weil viele Stock doch auf den ersten Blick auch so aussehen? Ja, eben, das kommt alles drauf an. Das gibt diese neuen Tendenzen, wie zum Beispiel Storytelling und schönere Bilder, bearbeitete Bilder hochzuladen. Natürlich gibt es noch immer das Bild vom grünen Apfel oder vom Doktor mit dem Stethoskop. Die braucht man auch irgendwann. Aber wie gesagt, Stock ist auch 3D-Objekte, Filme, Texturen, Vektorgrafiken. Das ist wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Genau. Ich sage auch immer, im Stock gibt es im Prinzip für jeden etwas. Also jeder, der irgendwas mit Design macht, der könnte da sicherlich Geld verdienen. Also es gibt die Leute natürlich, die natürliche Bilder haben wollen. Und es gibt aber auch die Leute, die, wie ich, halt eher geschmacklich auf die bearbeiteten Bilder stehen. Genau. Also da gibt es solche und solche. Aber Adobe Stock
wirbt natürlich vermehrt mit den etwas natürlicheren Bildern. Und Serpil fragt dich, wie ist das System auf Adobe Stock, wenn du Bilder auf mehreren Plattformen anbietest? Bei Adobe Stock gibt es kein Exklusivitätsprogramm, das gab es ja bei Fotolia. Von daher ist es kein Problem. Mhm. Also ja, man kann seine Bilder dann auch überall anders hochladen. Oh, das ist auch eine interessante Frage vom Ulrich. Benutzt du für deine Artworks auch Stockfotografie von anderen? Zum Beispiel für Hintergründe etc.? Nein, das ist auch eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird und was viele nicht wissen. Man darf das nicht, die Bilder... Ah, man darf sie ja nicht wieder verkaufen. Genau, man darf sie natürlich für seine Kundenprojekte verwenden und dann den Kunden ein Produkt verkaufen, wo die Bilder drin sind oder wo die Bilder in einem Composing eingebaut sind, aber man darf sie nicht wieder für seine Stockbilder verwenden. Das geht nicht. Das dachte ich ganz früher auch mal und habe das dann natürlich sehr schnell in Erfahrung gebracht und war dann sehr enttäuscht. Und als ich gehört habe, dass ich die ganzen Bilder, die ich so im Internet finde, nicht verwenden darf, und dann wusste ich nicht, wie ich meine Ideen umsetzen kann. Daher hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich mir da eine Datenbank aufgebaut habe, die eben mittlerweile dazu taugt, dass ich fast jede Idee umsetzen kann. Ja, das kommt auch mit der Zeit. Das kommt nicht sofort. Genau. Und Nicole fragt dich, welches Bild ist dein Bestseller? Darf man das sagen? Ich muss mir überlegen. Also man kann natürlich hier bei Fotolia zum Beispiel auch nach Downloads sortieren. Und dann könnt ihr jetzt auch einfach sehen, wenn ich hier auf die erste Seite gehe, dann seht ihr hier dieses Bild. Würde ich heutzutage auch anders machen. Ich finde es vom Licht und so stimmt da eigentlich wenig. Aber das ist auf Fotolia zumindest mein Bestseller. Wow. Ich glaube, auf Fotolia hat sich das irgendwie 2000 und verkauft. 2200 Mal oder so. Über alle Agenturen gesehen, dürfte es dieses hier sein. Das habe ich, glaube ich, insgesamt über 7.000, 8.000 Mal verkauft. Das kann im Prinzip jedes Thema sein. So, ne? Also ihr seht ja auch hier, es sind ganz verschiedene Themen. Da sind ganz alte Bilder dabei, auch wie das hier, wo ich jetzt heute denke, von der Montage her ist das nicht so dolle, aber auch tausendfach verkauft auf allen Agenturen. Und ja, es sind einfache Bilder dabei, wie das hier zum Beispiel, was in der Bearbeitung dann auch sehr schnell gehen kann. Also man muss nicht so viel bearbeiten, das sage ich auch immer. Ja. Also viele Leute denken auch, die müssen Fotomontagen machen, muss man aber natürlich nicht. Man kann sich das ganz einfach machen. Und auf Adobe Stock wäre es ja auch immer interessanter, weil das Algorithmus dir auch hilft, eben Fotos in denselben Farben zu finden oder Fotos für ein gewisses Layout. Also ich kann sagen, okay, auf der linken Seite möchte ich leer sein, damit so, dass ich Text reinfinden kann und so. Das kann man alles... Genau, so wie hier zum Beispiel auch, da ist ja extra dann natürlich extra freigelassen. Oder das hier, das war so ein absoluter... Das hätte ich niemals gedacht, dass das mal einer meiner Bestseller wird. Das ist das Innere von einem Grill. Der stand bei meinen Eltern im Garten. Habe ich einfach mal fotografiert und hochgeladen. Jetzt ist das so als Textur halt, so Dark Grunge Texture habe ich das genannt und ja, hat sich tausendfach verkauft. Es kann so einfach sein, aber Texturen sind heutzutage schwer geworden, weil es da natürlich sehr viel mehr gibt. Das ist schon ein paar Jahre alt. Okay, cool, sehr gut. Ja. Fangen wir an. Gut, ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht und ich möchte gerne... Hallo Julia, Julia Zieger ist dabei. Hallo. Wir sehen uns am Donnerstag. Ah ja, okay. ich habe erstmal ein Bild auf jeden Fall mitgebracht, was ich gerne zu Ende bearbeiten möchte. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich es jetzt schon vorher zeige oder nicht. Ich glaube, ich zeige es euch schon vorher, dann wisst ihr ein bisschen, was auf euch zukommt und ich kann dazu ein bisschen was sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Das Bild habe ich Zeitdruck genannt, also das soll auch ein Bild werden, was ich dann hoffentlich, wenn wir es schaffen, auch bei Adobe Stock noch hochladen werde im Laufe des Streams, also wahrscheinlich nicht heute, aber vielleicht morgen oder übermorgen. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das ist ein bisschen ein sehr surreales Bild, was ich bearbeiten möchte. Hier seht ihr es. Das ist ein Bild zum Thema Zeitdruck. Also es geht ja in der Stockfotografie immer sehr viel darum, Konzepte umzusetzen, etwas auszusagen mit dem Bild. Dieses Bild ist jetzt relativ surreal und man könnte Zeitdruck natürlich auch anders umsetzen. Ich habe zum Beispiel diese Uhren, die sind ja gerendert. Und wenn ich das hier jetzt nochmal nach Relevanz sortiere, dann seht ihr auch, müsst ihr relativ weit vorne sehen. Ich habe daraus zum Beispiel auch noch ein anderes Bild gemacht. Also das habe ich jetzt genannt, Person unter Zeitdruck steckt zwischen Uhren fest. Und da sind aber die gleichen Uhren drin, die ich auch hier verwendet habe. Und ja, dieses Bild möchte ich jetzt einmal komplett erstellen, euch zeigen. Also da kann man sehr viel dran zeigen mit Licht und wie man Schatten schön erstellen kann. Und ja, also die Person hier auf dem Bild, falls die Idee noch nicht rüberkommen ist, die flüchtet vor der Zeit sozusagen. Die ist unter Zeit. Ist schon durchgekommen. Also ja, ich habe sofort kapiert. Und ich sage immer, wenn Rufus es kapiert, dann kapieren es alle. Genau.
Und ja, ich zeige euch ein bisschen natürlich, wie man Staub einbauen kann, wie man so ein bisschen diese Atmosphäre erschaffen kann, wie man dafür sorgen kann, dass Dinge besonders groß aussehen. Und ja, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal an. Was denkt ihr im Chat? Klingt das gut? Ich hoffe, das Bild gefällt euch. Ja, ich habe es bisher noch nirgendwo gezeigt. Ich habe es bisher nur meiner Frau gezeigt, die fand es cool. Larissa sagt grandios. Ja, okay. Das freut mich. Gut. Und Rebecca ist auch, Rebecca Ludwig ist auch im Chat. Hallo Rebecca. Rebecca hat mal mit uns mitmoderiert. Ah ja, okay. Hallo Rebecca. Und ich, da kommen ja immer Fragen, ich habe es ja gesagt, man kann nie richtig arbeiten, aber kannst schon die Bilder aufmachen, wenn du willst und so. Hallo, wie ist das mit der Lizenz, beziehungsweise schriftliche Erlaubnis für die Verwendung von fremden Hintergründen? Wenn ich zum Beispiel eine Lizenz kaufe mit Option für kommerzielle Weiterverwendung im Bild zum Verkauf bei Adobe Stock. Also wenn das... irgendwo, wenn du da eine schriftliche Bestätigung irgendwo hast, dann ist das sicherlich okay. Ja. Also ich mache das auch häufig so. Wenn mir das unklar ist, dann schreibe ich auch die Firma oder wer auch immer die Bilder verkauft, dann schreibe ich den an. Und dann habe ich zumindest nachher vielleicht eine Mail, in der steht, okay, das darfst du. Dann kann ich das vielleicht irgendwann auch beweisen, falls dann mal jemand was dagegen sagt. Ja. Also kommerzielle Verwendung heißt ja nicht immer gleich, dass man es für Stock verwenden darf. Das ist die Fotos von Adobe Stock, die man da kauft, die sind ja auch kommerziell verwendbar, aber eben nicht für Stock. Ja. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Am besten und am sichersten ist es immer, die Bilder selbst zu schießen. Es gibt ein paar Plattformen, wo man auch Dinge kaufen kann, die man explizit dafür verwenden darf. So zum Beispiel Raw Exchange, kennen vielleicht viele, da kann man Texturen kaufen. Verwende ich vielleicht auch noch mit einem anderen Bild, wenn wir das hier fertig bekommen. Da darf man auch die Bilder im Stockbereich nutzen. Ja. Und dann frage ich mich, wie bekommt man viele Bilder zustande, wenn man so aufwendige Artworks macht? Naja, ich mache das jetzt schon fast seit 10 Jahren. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ich online habe. Ich glaube, irgendwie was mit 2000. 2675. Aber wie gesagt, ich habe das hauptberuflich sehr lange gemacht und mache es im Prinzip immer noch fast hauptberuflich. Und dann mache ich das fast jeden Tag. Also ich sitze fast jeden Tag am Rechner und bearbeite. Einfach, weil es mir Spaß macht. So als andere Leute sind vielleicht eher für Fotografieren, aber die können dann eben noch mehr produzieren, weil man eben nicht so viel dann bearbeitet. Ja, ich zeige mal die Bilder, die ich hier verwenden möchte und sag kurz was dazu. Das hier ist ein See, oder der ist ausgetrocknet anscheinend. Es war mal ein See, man sieht es hier hinten noch ein bisschen. Das soll am Ende ein Teil des Hintergrundes werden. Das ist aus einer USA-Reise von meiner Frau und mir. Wir wollten an den Lake Tahoe, vielleicht kennen den einige. Der sah auf Bildern sehr schön aus und dann waren wir da und dann sah der so aus. Ja. Der war ein bisschen enttäuscht. Aber zumindest haben wir jetzt einen Hintergrund für das Bild. Da haben wir noch ein anderes Bild von, das sieht genauso aus. Und dann haben wir hier noch was aus dem Death Valley. Das fand ich, sieht dann so ein bisschen aus wie so ein ausgetrocknetes Flussbett am Ende. Also wo wir dann an beiden Seiten die Bäume nachher einbauen. Und das hier wird sozusagen der Untergrund, auf dem meine Frau dann läuft. Und dann haben wir natürlich hier meine Frau, die habe ich in meinem kleinen Studio zu Hause fotografiert. Und ja, das ist das Laufbild, da habe ich tatsächlich geblitzt und so weiter. Also wir haben jetzt hier einige Bilder, die eigentlich sehr unterschiedliche Lichtsituationen haben. Und wir haben hier noch die verschiedenen Uhren. Die zeige ich auch gerne nochmal kurz. Und die sind gerendert. Also das kann ich jetzt nicht zeigen, wie ich die rendere. Man könnte ja auch eine Uhr fotografieren, theoretisch. Mhm. Die sehen so aus. Da habe ich schon eben das Licht in Cinema 4D dann so eingestellt, ungefähr wie ich es brauche. Also ich habe mir dann überlegt, dass ich für das Gesamtbild dann am Ende... zeig's nochmal, eine Lichtsituation haben möchte, wo das Licht hier von rechts oben kommt. Also wir haben hier so eine Nebelsituation, aber ich habe mir eben vorgestellt, dass die Sonne so ein bisschen durch den Nebel kommt. Dadurch haben wir relativ weiche Schatten, aber ich habe immer gerne Schatten drin, weil das, also auch relativ gut sichtbare Schatten drin, weil das natürlich die Objekte auch noch mehr mit dem Boden verankert und das natürlich für so ein, ja, für eine Montage immer ein bisschen besser aussieht. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, die Schatten sind weich, das Licht kommt von hier, alle Schatten fallen hier so ein bisschen nach links. Und wo ich das sehe. Bitte? Wo ist der See? Der See? Ja, der ist auch wieder ausgetrocknet. Genau. Genau. Ja, hier seht ihr die verschiedenen Bilder, die ich euch gezeigt habe. Und ja, dann würde ich sagen, ich lege einfach mal los. Und ich fange mal an. Fangen wir mal hier mit dem Bild aus dem Death Valley an. Ja, einfach ein Schnappschuss mit schiefem Horizont, den wir aber mal eben schnell korrigieren können hier in Camera Raw. Einfach hier einmal auf das A gedrückt, dann skaliere ich den einfach nochmal ein bisschen größer. Dann haben wir auch keine Ränder mehr. So, ansonsten in Camera Raw bin ich eigentlich jemand, der
nicht groß schon Effekte oder sowas einbaut. Erstmal, ja, möchte ich das Bild so haben, wie also möglichst einfach nur eine gute Qualität haben und jetzt hier noch nicht groß was machen. Ich schaue mir oftmals hier so an, was passiert, wenn ich automatisch hier einmal anklicke. Das ist mir schon zu viel, das ist schon zu viel Kontrast drin. Deswegen lasse ich das hier einfach im Standard. Ich finde es eigentlich okay so, ich müsste eigentlich gar nichts machen. Ich würde nochmal hier schauen, die Profilkorrekturen sind hier schon aktiviert. Diesen Haken setze ich auch nochmal gerne. Ansonsten würde ich das Bild erstmal so lassen und kann das auch später noch mehr kontrastieren und so weiter. Oh, Sven Dölle ist hier. Hallo Sven. Ah, moin Sven. Kennst du ja? Ja, klar. ja, ansonsten, wie gesagt, mache ich nichts weiter. Ich würde jetzt mal, damit wir hier non-destruktiv arbeiten, die Shift-Taste gedrückt halten, dann ändert sich das hier unten von Bild öffnen auf Objekt öffnen. Dann bekommt ihr nämlich ein Smart-Objekt direkt in Photoshop und könnt auch theoretisch, wenn ihr wollt, immer wieder in die RAW-Bearbeitung zurück mit einem Doppelklick hier auf das eben ein Miniaturbild. So, die Berge hier im Hintergrund, die möchte ich nicht. Ich will ja sowieso nachher da Nebel drüber machen. Also hier würde ich einfach mal mit dem Auswahlrechteck ein bisschen was wegnehmen. Vielleicht einfach hier da, wo diese Büsche hier hinten anfangen. Und jetzt halte ich einfach die Alt-Taste gerückt und klicke einmal auf die Ebenenmaske, dann ist das Ganze weg. Man könnte es übrigens auch, um es noch ein bisschen schöner und weicher zu machen, direkt mit dem Verlaufswerkzeug machen. Also Shift-Taste gedrückt halten, dann gibt es einen geraden Verlauf. Einmal hier rüber, jetzt habe ich natürlich falsch rumgezogen, wie es immer ist. Das machen alle. Genau, dann verläuft das hier so ein bisschen in die Transparenz rein, bisschen weicher. So, dann muss dieser Stein hier noch weg, der stört etwas und an dem sieht man sehr gut die Lichtsituation, denn wir wollen ja nachher gar nicht, dass das hier so klar ist, denn hier in dem Bild haben wir ja ein sehr starkes Licht, einfach von oben, würde ich sagen, ne? Vielleicht, ja, man sieht hier, der Schatten ist nicht besonders lang, also ist fast direkt von oben das Licht gewesen und das wollen wir nachher nicht mehr sehen und an dem Stein könnte man das erahnen. Wahrscheinlich würde er sogar durch die Uhren verdeckt werden, aber wir machen ihn einfach mal weg. Ich nehme hier aktuelle Ebene und darunter als Aufnahmebereich. Härte nehme ich dabei immer auf 100%, wenn ich mit dem Reparaturpinselwerkzeug hier arbeite. Jetzt nehme ich mir mit Alt hier eine Quelle auf und male hier einfach ein paar Mal drüber. Und schon ist der weg. So, jetzt können wir schon das nächste... Ich glaube, ich gerne, dass du den Stein wegnimmst, auch wenn man ihn vielleicht nicht sieht. Ja, er stört erstmal schon das Auge. Da gab es so einen Regisseur, ich weiß nicht, das ist ein famöser Regisseur, der war auf der... Vielleicht war es auch Stanley Kubrick. Ja. Der... Ich bin mir aber nicht sicher. Da waren so Tische für ein Banquet und so. Und da hat er sich die Tische unter den Sachen und gesagt, das sind nicht schöne Tische, ich will schöne Tische. Und dann hat er ihm gesagt, aber das sieht keiner. Ja, nein, aber es stört einfach das Auge. Genau. Auch wenn man es vielleicht später nicht sieht. Genau. Hallo Marien, willkommen zurück. Hallo. Gut. Danke. Links ist noch ein Stein. Ja, den habe ich gerade weggemacht. Oder ist da noch einer, den ich übersehen habe? Hier ist noch einer da hinten, den können wir auch noch wegmachen. Reicht aber auch. So, dann holen wir uns jetzt das nächste Bild ins Bild. Und da ist es eigentlich im Prinzip egal. Wir bauen jetzt erstmal hier den Hintergrund auf. Ziehe ich mir direkt rein. Ja, hier haben wir im Prinzip jetzt eine Lichtsituation, die von der Seite kommt. Also theoretisch schon das richtige Licht für unser Bild, aber die Bäume hier werden auch wieder so im Hintergrund liegen, da wird man nachher gar nicht mehr sehen, dass hier noch Schatten sind. Also ist im Prinzip egal. Und wir haben theoretisch hier aber auch so ein bisschen neblige Stimmung, gar nicht schlecht. Ich werde jetzt hier einfach wieder wie eben diese beiden Haken hier aktivieren, ansonsten vielleicht noch einmal, sieht auch ein bisschen schief aus, ein bisschen gerade ziehen und dann hole ich mir das ins Bild. So, jetzt habe ich es nicht als Smart-Objekt gemacht, ist aber im Prinzip egal. Ich muss nicht mehr in die RAW-Bearbeitung zurück, das kann man auch in Photoshop hier alles machen. Hier möchte ich jetzt, ja, im Prinzip den Himmel loswerden, die Bäume können bleiben. Ich würde hier, ach, ich habe es sogar doch als Smart-Objekt, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, komme ich in die, doch, ich komme sogar in die RAW-Bearbeitung doch zurück, alles klar. Dann würde ich hier den Himmel einmal mit dem Schnellauswahlwerkzeug wegnehmen. Also ich würde hier mal auf den Pluspinsel gehen und dann... sehen wir, das wird schon relativ schnell ganz gut, die Auswahl. Übrigens ein Trick, den ich erst seit ein paar Tagen kenne, den ich super finde, mit dem Schnellauswahlwerkzeug. Man erstellt sich erstmal hier so eine kleine Auswahl. Wenn man jetzt die Alt-Taste gedrückt hält, dann kommt man ja auf den Pinsel mit dem Minus. Dann wechselt das, sieht man hier nicht, aber in dem kleinen Pinsel, kann schlecht sehen wahrscheinlich, wird es zum Minus. Und damit kann man jetzt Bereiche sperren, die nicht in die Auswahl sollen. Also ich kann zum Beispiel hier sagen, wenn ich jetzt hier mit dem Minuspinsel drüber male, so, der Bereich wurde ja eben gerade ausgewählt.
Jetzt male ich hier nochmal drüber. Also das muss man nur so ganz grob machen. Und hier ein bisschen drüber malen. Und die Bereiche sind jetzt gesperrt. Also man sieht nichts. Es passiert jetzt nichts weiter. Aber wenn ich jetzt mit dem Pluspinsel male, dann wird er hier unten nicht rangehen. Wie ihr seht, hier habe ich gemalt. Und er nimmt diesen Bereich nicht mehr mit auf. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Hätte ich hier vielleicht auch nochmal machen können. Aber hier gehen wir einfach jetzt mit der Alt-Taste und nehmen das hier noch weg. So, halte ich wieder die Alt-Taste gedrückt, klicke auf die Ebenenmaske, dann ist das erstmal weg. Julia sagt, nicht dein Ernst. Ja, das ist sehr, sehr praktisch, wenn man so ein bisschen kompliziertere Auswahl hat. So, jetzt haben wir hier natürlich noch teilweise hier den Himmel bzw. den Berg, der da im Hintergrund war, drin. Brauchen wir jetzt nicht. Man könnte das jetzt mit Auswählen und Maskieren machen. Das funktioniert. Ich benutze auch gerne mal die alte Option. Übrigens, das ist auch ein Trick, den vielleicht noch nicht alle kennen. Einfach hier auf Auswahl gehen, wenn die Maske hier aktiv ist, Shift-Taste gedrückt halten und dann Auswählen und Maskieren drücken. Dann kommt man in den alten Dialog. Und jetzt kann man natürlich hier mit dem Werkzeug über die Kanten fahren. Sagen übrigens viele, dass der alte Algorithmus ein bisschen besser war. Aber der neue ist auch okay. Und dann geht man da drüber und dann werden die Kanten zumindest schön genug. Gehe ich einmal rüber, so. Da muss man jedes Mal Adobe Kadabra. Genau. Ja, also das finde ich ist schon eine sehr, sehr hilfreiche Funktion. Ich glaube, die gibt es seit CS3 und das ist schon eine sehr, sehr krasse Verbesserung. Während du weiterarbeitest, Daniel fragt, ja. Gibt es Tools, die einem den Upload auf Adobe Stock erleichtern? Also der Upload ist ja im Prinzip sehr einfach. Das ist einfach nur das Bild auf die Website. Und auch die Keywords kann man auch automatisch rein. Genau, also wenn man es möchte, dann macht Adobe Stock auch das, genau. Also klar, es gibt natürlich Tools, die einem, wenn man mehrere Seiten beliefert, einem das direkt auf alle Seiten gleichzeitig hochladen. Ich weiß aber nicht, wie das heißt, weil ich das nicht nutze. Aber gibt es, klar. So, ich habe das jetzt hier in den Hintergrund gebracht, weil ich ja gerne hier den Untergrund mit diesen Rissen gerne vorne hätte und ziehe jetzt hier die Bäume. Andreas, gute Beiseite-Tipps, sehr spannend. Ich muss doch arbeiten. Das ist das Problem mit Adobe Live. Genau, ihr sollt nicht arbeiten, ihr müsst jetzt hier alle zuschauen. So, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Hier hinten haben wir jetzt noch ein paar unschöne Stellen drin. Ja, und Sven sagt auch ganz richtig, der Upload funktioniert auch super gut aus Bridge oder Lightroom Classic. Genau, ja. Das geht natürlich auch. Aber es wäre noch cool, wenn der auch in Photoshop angehen würde. Aber gut. Ich habe es jetzt hier in den Hintergrund gezogen. Wir brauchen jetzt hier keinen super guten Übergang. Man kann das jetzt hier natürlich noch ein bisschen schöner machen. Aber das sind alles Sachen, die liegen im Hintergrund und die werde ich nachher auch ein bisschen unscharf machen. Also ich würde jetzt hier nochmal ein bisschen natürlich mit schwarzer Farbe auf der Maske malen, um hier den Übergang, die Steine hier können wir vielleicht so ein bisschen sichtbar machen. Und dann sieht das im Prinzip niemand mehr. Da sieht man gleich noch hier so ein bisschen Leute, die da rumlaufen. Leute. Die können wir gleich nochmal wegnehmen. Die stören vielleicht ein bisschen. Da hast du kein Model Release. Nein, die sind auch von hinten drauf. Das wäre nicht so schlimm. Ja. Das würde gehen. Da setze ich nochmal eine Ebene drüber. Ich müsste das jetzt nicht machen, aber ich mache das immer ganz gerne, dass ich eine Schnittmaske erstelle, weil ich dann immer weiß, das gehört zu der Ebene darunter. Also, Hans meint, du bist eine Maschine, lasse. Danke, danke. Ich mache einen Rechtsklick auf die Ebene und dann gibt es hier Schnittmaske erstellen. Theoretisch braucht man die Schnittmaske, wenn man möchte, dass irgendwas nur sich im Bereich der Ebene darunter abspielt. Also wenn ich jetzt hier oben, also wer das mit den Schnittmasken nicht kennt, mit schwarz male, sieht man nichts. Das wird man erst sehen, wenn ich hier im Bereich der Ebene male. Dafür sind Schnittmasken gut. Das benutzen die Illustratoren ganz viel, um in einer gewissen Zone zu arbeiten. Da nehme ich jetzt mal hier das altmodische Stempelwerkzeug und stempel das hier weg. Hier einfach ein bisschen Steine auf. Mit ein bisschen härteren Pinsel. So, wie gesagt, das muss jetzt hier nicht perfekt sein. Das ist sowieso hier hinten im Hintergrund. So, wir könnten jetzt theoretisch einfach dieses Bild auf die andere Seite spiegeln, aber ich habe ja das andere Bild noch mit, das nehmen wir auch mal rein. Das ist zwar eigentlich fast der gleiche Ausschnitt, aber ein bisschen anders. Interessante Frage von Styli. Wenn man bei Adobe Stock verkauft, muss man dann ein Gewerbe anmelden? Ist Lasse bei der KSK, gilt das dann noch als künstlerisch-gestalterische Arbeit, wenn man Stock verkauft? Ich bin in der KSK, also anscheinend gilt es als künstlerische Arbeit und
ob man, also ich brauche, ich habe kein Gewerbe. Ich glaube, man braucht es nicht. Ich hatte am Anfang eins und irgendwann hat mein Steuerberater gesagt, nein, brauchst du nicht. Und dann habe ich es wieder abgemeldet. Also, aber mit Steuersachen, ja, keine Ahnung. Ich habe meinen Steuerberater so tricky, und bin so ganz, tricky, ganz froh darüber. Ja. Gut, wir haben jetzt hier das nächste Bild drin. Wie gesagt, im Prinzip fast das gleiche. Das werde ich jetzt einmal spiegeln. Also ich habe es jetzt hier in der Transformationsansicht quasi. Mache jetzt einen Rechtsklick im Bild und spiegel das einfach horizontal rüber. Und setze das jetzt hier schon mal ungefähr hin. Und dann ist es wieder natürlich das gleiche Spiel. Wir könnten auch, wobei ich mache es nochmal mit dem gleichen Werkzeug. Jetzt mache ich es mal hier ein bisschen schneller. Den Trick kennt ihr ja mit dem... Und Oliver, so, jetzt nicht mehr von dem Handy aus, sondern mit dem Rechner. Dabei wird selber an Compositing weitergemacht. Sehr gut, Oliver. Sehr gut, so, so muss das sein. So, jetzt gehe ich mal auf Auswählen und Maskieren und schauen wir uns mal an, ob das hier besser ist oder schlechter. Wahrscheinlich wird es genauso aussehen. Das ist hier das zweite Symbol. Jetzt brauche ich natürlich einen größeren Pinsel. Und mal jetzt hier nochmal rein. Mit Andreas Matt als freischaffender Künstler brauchst du kein Gewerbe. So, gut, wenn das jemand weiß. So, jetzt male ich hier nochmal drüber. Sieht erstmal ein bisschen anders aus hier in der Vorschau, weil das so ein bisschen unscharf wird, aber das, sobald ich hier den Pinsel dann loslasse, sieht das dann eigentlich auch super aus. Wow. So. Wie gesagt, ist eigentlich im Prinzip der gleiche Dialog, den ich eben auch verwendet habe, nur eben die neuere Variante davon ein bisschen verändert. Ihr seht, auch das Ergebnis ist super. Wenn hier unten hier nochmal so ein bisschen was von dem Himmel mit drin ist oder von dem Hintergrund, dann ist das auch nicht weiter schlimm. So. Ich klicke OK. Und jetzt sind mir hier die Bäume ein bisschen zu groß. Ich möchte sie beide noch ein bisschen kleiner machen. Alle fragen, warum hat Lasse einen Punkt auf der Stirn? Ja, ich mache den jetzt mal ab. Das ist einfach... Oh, das dritte nicht. Auge. Nein, bitte, nein. Okay. Ich kann ihn auch auf die Nase machen oder auf die Hand, ein Loch in der Hand. Warte, es war nur ein grüner Punkt. Genau. So. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte es kleiner machen. Genau. Die sind mir noch ein bisschen zu... Das ist übrigens auch eine neue Funktion in CC 2019, Steuerung T. Man muss nicht mehr die Shift-Taste gedrückt halten, wenn man hier proportional skalieren möchte. Das ist etwas, an das ich mich noch nicht ganz gewöhnt habe. Also man kann jetzt einfach so, ohne irgendwas zu drücken, proportional skalieren. So, das Bild wird wahrscheinlich am Ende ein bisschen anders aussehen als das Original, was ich euch gezeigt habe. Ich versuche relativ nah ranzukommen, aber ich mache das ja hier, wie ihr seht, jetzt. Ja, super. Sorry, das ist natürlich kein grüner Punkt, das ist ein Dönerpunkt, ja. Das ist der Dönerpunkt, genau. Der Dönerpunkt. So, beide ein bisschen kleiner machen. Ich würde sagen, ja, noch ein bisschen kleiner. Kann hier natürlich auch mit den Pfeiltasten jetzt arbeiten auf der Tastatur, dann kann man das ein bisschen fein justieren. Jetzt drücke ich Enter. So, das hier, geht mir eben so mit dem Skalieren, hahaha. Genau. Das ist das neue Skalieren von Photoshop CC 2019. Genau, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, aber es macht doch Sinn. Ja, absolut. Das ist eine gute Sache. Auch, dass man jetzt mit Steuerung Z halt mehrfach rückgängig machen kann, das ist schon eine gute Sache. Das ist schon Magie. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt möchte ich das hier hinten noch loswerden. Das stört mich ein bisschen, diese komischen Balken da hinten. Deswegen werde ich jetzt erstmal nochmal eben die Leute hier auch rausretuschieren. Die sind ja hier schon wieder aufgetaucht. Claudia meint, wer war das? Mit dem... Ja, mein Henrik, ja, morgen einfach mit einer grünen Mütze. Ja, ich kann auch eine grüne Skimaske, so eine Strumpfmaske überziehen. Ja. Ohne Kopf arbeiten. Das wäre auch witzig. So, ich werde jetzt diese Hintergrund, also zumindest der Hintergrund, zu denen die Bäume hier gehören, einmal in eine Gruppe stecken. Steuerung G einfach, wenn man alle Ebenen markiert hat, und dann nenne ich das einfach mal Bäume. Und jetzt setze ich an die Gruppe eine Maske und werde hier jetzt nochmal was wegnehmen. So. Können wir ein bisschen weicher machen. Es wird nachher sowieso hier hauptsächlich im Nebel verschwinden, aber dann stört es zumindest das Auge jetzt hier nicht mehr. So. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückholen. Sieht ein bisschen unschön aus hier. Klar, ja, für Leute, die neu anfangen, macht das Sinn. Genau. Und das ist so eine Sache, oder? Man muss ja an alle denken. Ja, natürlich macht das Sinn. Also das ist ja auch viel praktischer eigentlich. Mhm. Also ja, aber es ist natürlich für die Leute, die das schon seit Jahren so machen, eine kleine Umgewöhnung, aber das dauert ja auch nur so ein paar Tage, ja. Wochen, dann hat man das drin.
So. Jetzt muss ich eben schauen, das sieht noch nicht so ganz proportional alles aus. Ich würde es jetzt einfach nochmal ein bisschen skalieren und ein bisschen verziehen hier. Das, ja, jetzt ist wieder das Problem. Wenn man nämlich jetzt verziehen will, muss man natürlich die Shift-Taste gedrückt halten. Daniel Lasse, wie findest du gute Nischenthemen, um nicht gleich in die größten Märkte zu gehen? Also man muss ja im Prinzip keine Nischenthemen machen. Also ich mache natürlich viel von dem, was mich auch persönlich interessiert. Also ich mache gerne Sachen mit Sport oder mit Fahrzeugen. Das sind aber nicht unbedingt Nischenthemen. Also manchmal habe ich halt irgendwie vielleicht eine kreative Idee, so wie jetzt das mit den Uhren, was ich hier gerade mache. Aber im Prinzip kann man immer wieder, also es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob es wirklich jetzt 120 Millionen Bilder sind oder 200 Millionen Bilder, denn es wird immer jedes Thema wieder neu gebraucht. Also Adobe Stock möchte ja den Kunden nicht immer die gleichen Bilder präsentieren. Deswegen muss man nicht unbedingt Nischen finden. Wenn man sagt, es gibt ein Thema und ich kann das besser oder ich habe eine Idee, wie ich das anders umsetzen kann. Also wenn man irgendwie ein Bild sieht und sagt, ja, das kriege ich besser hin, das kann ich anders umsetzen mit meinem Stil, dann warum nicht? Also kopieren ist immer blöd, natürlich. Aber wenn man sich inspirieren lässt, ist da ja nichts und der Falsches drin. Dom Kuh ist in the house. Oh, Dom. Hallo. Hallo, Dom. Ja, so ist das. So, wo waren wir? Achso, das ist hier der Stein. Ich werde hier auch mal meine Ebenen jetzt benennen. Beziehungsweise ich nenne das einfach mal Tusche. Hm, Claudia fragt, machst du auch animierte Compositings oder so Kurzsequenzen? Nein, bisher nicht. Also ich versuche mich gerade eben das Thema 3D einzuarbeiten. Das ist das, woran ich gerade sehr viel arbeite, um mich weiterzuentwickeln. Aber sonst, eher nicht. Das kann ich nicht. So. Gut, wir können eigentlich jetzt schon mal anfangen, uns den Himmel sozusagen reinzubauen, der eigentlich nur aus Nebel besteht und eigentlich nur aus einer Ebene, die hier für den Hintergrund ist. Und ich nehme hier einfach mal hinten aus dem Hintergrund eine Farbe auf, hier sowas Helles, das hier vielleicht, und werde das jetzt erstmal hier in den Hintergrund packen. Das ist noch ein bisschen zu dunkel, das helle ich mir jetzt einfach ein bisschen auf. Steuerung U, dann kommt man in die Farbtonsättigung und dann mache ich einfach die Helligkeit ein bisschen höher. Es soll jetzt nicht ganz weiß sein, man soll noch so einen kleinen Unterschied nachher sehen, um zu erkennen zu können, wo die Sonne dann ist. Und jetzt lege ich okay. Das jetzt für den Hintergrund. Und jetzt möchte ich natürlich aber auch Nebel hier haben, der natürlich hier unsere unschöne Arbeit verdeckt. Und dafür nehme ich einfach eine neue Ebene hier nochmal, die nenne ich jetzt mal Nebel. Und so Nebel ist übrigens auch für fast jedes Composing gut, denn das schafft es eben einfach. Das ist interessant, wie der Lasse seine Ebenen benennt. Das machen nicht alle. Aber ich mache das eigentlich auch nicht. Machst du nur hier auf Adobe Live? Also ich mache es schon manchmal, aber für mich jetzt nicht, mal für einen Kunden oder sowas. Oder wenn ich mal was zeige, dann schon. Also. So, jetzt male ich einfach mit 10% Fluss. Übrigens, was sicherlich auch immer viele interessiert. Sehr vorbildlich, ja. Was übrigens immer viele interessiert, was der Unterschied zwischen Fluss und Deckkraft ist. Das wissen immer super viele nicht. Deswegen kann ich das auch nochmal kurz zeigen. Also, wenn ich mit 100% Deckkraft und 0% Fluss male, dann habe ich hier... Na, jetzt habe ich, 1% Fluss. 100% Fluss, 100% Deckkraft, dann kriege ich natürlich einen schwarzen Strich. Wenn ich 10% Deckkraft nehme und einmal klicke mit der Maus und hier kann ich so oft drüber malen, wie ich möchte, das wird nicht dunkler als eben 10% schwarz. Dann muss ich wieder neu klicken, dann wird es dunkler. Ich arbeite aber immer lieber mit dem Fluss, denn dabei kann man eben einmal klicken und sich dann zum Beispiel mit 10% oder 2% Fluss, wie auch immer, 5%, sich langsam zu dem Ergebnis arbeiten, das man möchte. Also ich klicke jetzt einmal und male da immer wieder drüber und es wird irgendwann wird es auch komplett 100% schwarz sein. Also das ist der Unterschied zwischen Fluss und Deckkraft, einfach eine unterschiedliche Arbeitsweise. Ich arbeite eigentlich immer mit Fluss, nie mit Deckkraft. So, jetzt zurück zum Nebel. Und das Sven hat schon den Link gegeben, um die Legacy Transform wieder zu haben. Legacy Transform? Ja. Was ist das? Also, damit es wieder damit Photoshop funktioniert wie vorher. Also, ja. So, ich habe jetzt 5% Plus eingestellt, also einen sehr kleinen Wert. Es ist immer sehr sinnvoll, mit kleinen Werten zu arbeiten, auch wenn man Schatten malt und so weiter. Denn wie gesagt, dann kann man sich sehr langsam an das Ergebnis herantasten, was man braucht. Jetzt male ich hier hinten drüber. Und dann verschwindet das Ganze hier so langsam im Nebel. Der Hintergrund kann hier ruhig, also die letzten Bäume können hier ruhig tatsächlich komplett im Nebel verschwinden. Hier vorne darf auch natürlich ein bisschen mehr Nebel noch drüber sein.
Hast du auch Illustration studiert oder so? Oder ist das nur Fotografie? Oder wie? Ich habe Fotografie gar nicht studiert. Ich habe Mediengestalter gelernt. Okay, also Design, eine Ausbildung, Layout, genau. Logos machen. Genau, sowas. Aber das mache ich im Prinzip so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Ich mache es manchmal noch aus Spaß. Mhm. Aber im Prinzip macht mir das hier sehr viel mehr Spaß. Ich habe mich irgendwann dann dahin entwickelt, dass ich Fotos gemacht habe. Und ich habe natürlich auch während der Ausbildung schon fotografische Grundlagen mitbekommen. Und dadurch, darauf konnte ich dann aufbauen. Der Olaf ist gerade vorbeigekommen, hat einen Anfang verpasst. Vielleicht kannst du, wir sind jetzt schon eine Stunde hier, vielleicht kannst du zeigen, wohin wir gerade gehen. Also das ja klar, ich zeige das Bild nochmal, wo ich hin möchte. Und die Christine meint, Neuerungen sind sehr gut. Wer will zurück zu vorher? Ja, ich finde die auch gut. Das ist das Bild, was ich erstellen möchte. Wo ich jetzt hier merke, dass wir schon eine Stunde im Stream sind. Das geht echt schnell. Ich hoffe, ich schaff's. Genau. Das Bild geht ums Thema, da geht es ums Thema Zeitdruck. Also die Frau, meine Frau ist das übrigens, die flüchtet vor der Zeit. Und das soll ein Stockbild sein. Ich weiß noch nicht, ob sich's gut verkauft. Ich könnte es mir vorstellen. Es ist aber natürlich, bei Stockbildern ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass die sofort verständlich sind. Ich weiß nicht, wie es bei diesem Bild ist. Vielleicht ist es ein bisschen was, wo man vielleicht mal 2 Sekunden... Meine Rush Hour. Ja, also ich hatte auch eigentlich vor, falls wir es schaffen, es hochzuladen, mit den Zuschauern Keywords zu sammeln, vielleicht fallen dem einen oder anderen da noch kreative Sachen ein. Gute also ich Idee. Hab so einen Zeitdruck an Eile. Natürlich Olaf G. ist auch hier. Ah, Olaf. Ja. Mhm. Mit dem habe ich bei der letzten Fotonacht auch Composings erstellt, das war sehr witzig. Wo war ich? Genau, Zeitdruck. Ich habe Zeitdruck, ich muss das Bild fertig machen. Ja, Zeitdruck. Ja, und meine Ideen waren bisher eben zu dem Bild Zeitdruck, Eile. Wir haben einen Greenscreen, ich kann dich schnell fotografieren und du rennst so. Und dann wir können auch mich da reinsetzen. Genau. Ja, so sieht das Bild aus und wir sind bisher so weit. Also wir haben den Hintergrund schon fast fertig quasi. Ja, das hier hinten sieht man immer noch ein bisschen, da würde ich nachher schauen, inwiefern das noch auffällt, wenn da am Ende tatsächlich die Uhren drin sind. Wie man sehen kann, verdecken die natürlich auch sehr viel von dem Hintergrund. Also im Prinzip alles in dem Bereich, wo wir jetzt hier vielleicht noch ein paar unschöne Kanten haben. Da kann man dann nachher schauen, ob man das noch braucht. So, jetzt würde ich gleich dann meine Frau da reinsetzen. Frage ist, ich habe es als freigestellte Variante damit. Oder ich stelle es einmal komplett selbst frei. Vielleicht ist das interessant. Ja, finde ich es interessant zu sehen. Ja. Okay. Das ist halt dann was das ist natürlich immer eine Fleißaufgabe, weil ich mache das mit dem Fahrtwerkzeug. Oh. Ja. Old school. Genau. Ganz old school. Ja, hier haben wir das Bild. Das ist eigentlich, man sieht hier einen Blitz im Bild. Das ist von beiden Seiten geblitzt. Ich wusste bei der Bilderstellung schon, dass ich eine mehr oder weniger eine Gegenlichtsituation erstellen möchte. Aber noch nicht genau, von wo das Licht kommt. Aber dadurch, dass sie jetzt diese Lichtkante an der Seite rechts auf jeden Fall hat, war das für mich sinnvoll, auch hier auf jeden Fall die Sonne hinzutun. Auf der linken Seite ist die Lichtkante nicht so stark, aber der Nebel wirkt ja wie eine ganz große Softbox quasi von hinten. Daher macht das auch ein bisschen Sinn, dass sie jetzt hier auf der linken Seite noch ein Streiflicht hat. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber es sah für mich okay aus. Es soll ja auch ein bisschen surreales Bild sein. Also wenn jetzt nicht alles hundertprozentig stimmt, dann kann ich damit leben. Ich denke, insgesamt hat es einen ganz guten Look. Thomas M. meint oldschool, sehr gut. Genau. Also für mich ist, ich werde auch immer oft gefragt, warum Fahrtwerkzeug und so. Und für mich ist das Fahrtwerkzeug das einzige Freistellungswerkzeug, was die beste Kombination aus Kontrolle und Genauigkeit hat. Also von daher, das ist bisher unübertroffen für mich. Und okay, so lange dauert es auch nicht. Wie schnell der Lasse mit dem Fahrtwerkzeug ist. Ja, genau. meine Frau hat hier schwarze Klamotten an, die man jetzt gerade hier nicht so gut sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob mein Bildschirm, ich muss mal gucken, ob der hier auf hellster Helligkeit eingestellt ist. Ja, weil es ist relativ hell hier im Raum, deswegen kann ich gerade nicht so gut sehen auf meinem Bildschirm, wie ob es jetzt hier zu hell wird. Ich möchte gerne natürlich, dass man hier sehen kann, dass sie nicht einen komplett schwarzen Anzug darunter trägt, sondern dass sie auch eine Hose und ein Oberteil anhat. Also deswegen helle ich da jetzt erstmal ein bisschen auf. Aber ich möchte nicht komplett diese Gegenlichtstimmung, die ich mit Absicht ja erzeugt habe im Studio, komplett kaputt machen. Ich habe auch von vorne einen Blitz gesetzt, aber eben einen schwächeren. Dadurch, dass wir von hinten, ich wollte auf jeden Fall von hinten das starke Licht haben. Das ist wichtig, wenn man so einen dramatischen Look erzeugen möchte. Ansonsten, ja, das hier kann man immer einstellen. Ja, zu den Einstellungen vielleicht, wenn das noch Leute interessiert. Ich habe hier mit F8, 160,
160 ISO fotografiert und 75 mm. Normalerweise sage ich auch immer, die Brennweiten der Bilder sollen zusammenpassen, was auch eigentlich so ist. Aber da wir hier eben so ein surreales Bild haben, wo man gar nicht so genau am Ende erkennen kann, mit welcher Brennweite jetzt der Hintergrund fotografiert wurde. Es war irgendwas Weitwinkliges, aber da, das erkennt man einfach nicht. Guter Tipp, so aber dass wenn man so Compositing macht, eben die, ja, die Brennweite. Also das, genau, ja, das ist eine Sache, die ich auch erst später, also ja, ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich habe mich früher immer gewundert, warum meine Composings blöd aussehen, weil das Licht stimmte eigentlich, die Perspektive stimmte, aber oftmals war es dann die Brennweite, die nicht gestimmt hat und dann sieht es komisch aus. Aber das Wichtigste ist immer das Licht. Erst das Licht, dann die Perspektive, dann die Brennweite. Also Perspektive bedeutet, die Horizontlinien der Bilder sollten möglichst übereinander liegen. Ja, jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich hier noch irgendwas machen möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde es erstmal so lassen. Man bitte mehr Künstler einladen, die realistisch arbeiten. Also, ja. Aber das ist ja nicht realistisch. Also nicht nein, ich meine, realistisch arbeiten, ich weiß nicht, was meinst du damit, Eugen? Ja. Wahrscheinlich die vielleicht ein bisschen auf das Licht achten, oder? Ah, ja. So, ich werde es jetzt einfach mal öffnen. Hab's jetzt hier drin, wobei das möchte ich eigentlich nicht. Ich würde es eher als Smart-Objekt beziehungsweise in einer neuen Datei öffnen. Deswegen gehe ich hier nochmal auf Öffnen und gehe jetzt hier nochmal in mein Material rein. Wo haben wir es? Zeitdruck. Ja, Fotorealismus, okay. So, jetzt öffne ich das Bild nochmal. Eigentlich müsste es ja die Einstellungen gespeichert haben. Tom Krieger hatten wir noch nie im Studio, nein. Aber Tom Krieger, da haben wir Sachen zusammen gemacht, so in den, vor Jahren, also ich glaube noch mit CS4, aber Tom Krieger, den folge ich auf Instagram und so und ja, Tom Krieger ist auch gut. Cool. Ja, der kann was. Mhm. Okay, fertig. Nein, das war falsch, das ist zugegangen. Machen wir es, ich kann es auch einfach hier reinziehen. So, ziehe es hier einfach neben den Tab, dann öffnet sich es eigentlich auch in einem neuen Bild. Vielleicht. Hoffen wir mal. Boom. Okay. Da ist es. So. Gut, freistellen. Fahrtwerkzeug, wie gesagt. Ich habe übrigens bisher nur mit der Maus gearbeitet. Also ich arbeite gar nicht so viel mit dem Grafiktablett. Eigentlich hauptsächlich, wenn ich malerische Dinge mache. Susanne hat eine Frage, ja, die ist interessant. Eine vielleicht etwas komische Frage, aber braucht man von Ehepartnern auch eine Einverständniserklärung, ja, absolut, dass du die für Bilder benutzen darfst? Du brauchst sogar von dir selbst eine, wenn du dich auch lädst. Also jeder, den man erkennen kann. Ja, ich würde einfach mal hier anfangen irgendwo und dann male ich mich hier durch. Das dauert jetzt vielleicht 10 Minuten oder so, aber so mache ich das. Ja, besser wäre es, wer weiß, was kommt. Ja, dann, man weiß nie. Ne? Ja. So, Haare sind natürlich ein spezielles Thema. Da kann man natürlich nicht so gut mit dem Fahrtwerkzeug arbeiten. Da mache ich das eher so, dass ich Haare relativ grob freistelle. Also ich versuche schon, möglichst wenig vom Hintergrund mitzunehmen und werde hier so die auffälligsten Strähnen einfach ausschneiden. Das ist alles relativ grob. Jetzt klick, 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 klick. Ja, also beim Freistellen mit dem Fahrtwerkzeug nutze ich das Grafiktablett und sonst eben hauptsächlich, wenn ich irgendwie was male. Ich male das schon. Schneller als jede AI. Ja. Ja. Ja, ich glaube, dass diese AI-Freistellung, dass das sicherlich irgendwann mal sehr brauchbar werden kann. Heutzutage ist es nicht so mehr oder weniger. Manchmal klappt es ganz gut. Übrigens, was ich hier noch nicht eingestellt habe, was eigentlich immer ganz praktisch ist, hier dieses Gummiband. Dann sieht man auch den Pfad schon vorher. Ja, ja. Ansonsten, ja, ich empfehle das Fahrtwerkzeug eigentlich immer, wenn ich irgendwie Tutorials mache oder Workshops gebe. Denn, ja, es ist einfach, wie gesagt, für mich das Sauberste, das mit der besten Kontrolle. Wenn ich irgendwie ein Schnellauswahlwerkzeug mache, habe ich das schon so oft gehabt, dass ich irgendwo eine Stelle hatte, wo nachher ein Loch war in der Kante oder wo die Kante einfach dann so fransig und kantig aussieht. Und hiermit kriegt man sehr schöne Kanten hin. Und so lange dauert es dann auch nicht. Der Martin fragt, ich lasse mit, wie viel Umsatzminderung rechnest du denn, wenn Fotolia in einem Jahr dann komplett in Adobe Stock aufgeht? Ich glaube, das kann man nicht so sagen, weil das ist ein langsamer Prozess. Und ja, es wird sicherlich eine kleine Umsatzminderung geben. Allerdings, ja, wie ich schon gesagt habe,
Es gibt auch vermehrt andere Lizenzen, die ich noch nicht ganz verstehe, wo man teilweise dann anscheinend 100 Euro pro Verkauf bekommt, was ich nicht schlecht finde, natürlich. Von daher kann ich das überhaupt noch nicht sagen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich das entwickelt. Aber erstmal rechne ich natürlich schon mit einem kleinen Umsatzminus. Aber mal schauen. Ich sehe der ganzen Sache jetzt nicht negativ entgegen. Und ich habe da vorhin schon mit Rufus drüber geredet. Mhm. Alle Branchen verändern sich und man muss sich einfach anpassen. So. Ja, wie ihr seht, es dauert einfach ein bisschen. Ich bin immer so ein paar Pixel eigentlich in der Person hier drin. Dann habe ich nachher weniger Stellen, wo dann Hintergrund rausschaut. Und wenn man mit dem Fahrtwerkzeug anfangen möchte, ist das auch... Das Fahrtwerkzeug ist dein Werkzeug, das wurde ja mit Illustrator vorgeführt. Und damals, als man die erste Version von Illustrator kaufte, kam eine Videokassette, die könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen, von John Warnock, einer der Gründer von Adobe, der zeigt, wie man das Farbinstrument benutzt. Okay. Ja, weil das wusste doch keiner. Das gab es vorher nicht, ein Fahrtwerkzeug. Ja, es ist ja auch heute noch für viele Leute oder für die meisten, die damit anfangen, wirklich nicht so einfach, weil das mit den Kurven und so, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber man muss ja am Anfang auch gar keine Kurven machen. Die Auswahl wird jetzt nicht viel schlechter, wenn man einfach ganz viele Punkte hier einfach so setzt. Man könnte es ja auch einfach so arbeiten, wie ich es jetzt mache. Das dauert halt nachher vielleicht ein bisschen länger. Irgendwann, wenn man dann das hier ganz gut hinbekommt, was ja nicht so schwer ist, dann fängt man eben mal an, mit den Kurven zu arbeiten. Und die Kurven sind eigentlich ja auch nicht so schwer zu verstehen. Im Prinzip, wenn man eine Kurve macht, kann man sich so ein bisschen merken, man setzt einen Punkt und dann fährt man auf der Kontur weiter, bis das hinten wieder stimmt. Also ja. Ich setze zum Beispiel hier einen Punkt und jetzt fahre ich hier einfach weiter auf der Kontur und irgendwann stimmt es dann hinten. Dann mache ich hier weiter. Ja, wenn man an Ecken kommt, ist es so ein bisschen anders. Da muss man sich die Kontur sozusagen weiter denken. Vielleicht kann ich das gleich nochmal zeigen. Vielleicht, wenn ich jetzt hier bin. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Punkt setze und hier diese Linie mache, dann muss ich mir hier sozusagen die Rundung, hier kann ich ja nicht auf der Kontur weiterfahren nach oben, dann geht die Kurve nach unten. Hier muss ich mir sozusagen diese Rundung hier einfach weiterdenken und einfach dahin fahren. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Tangente hier irgendwo hängt und ich nicht wieder zurück hier auf die Kontur komme. Deswegen Alt-Taste gedrückt halten und dann einmal hier in die Mitte klicken, dann sollte das eigentlich hier die eine Tangente verschwinden, dann kann man wieder gerade nach oben gehen. Ja, so, das ist, so funktioniert das Fahrtwerkzeug, ganz einfach eigentlich. So, wie weit sind wir dann? Ja, wir sind schon fast rum. Ich hoffe, mein Rechner stürzt. Ja, ich muss gleich mal die Photoshop-Datei speichern. Gute Idee. Wir arbeiten ja mit Windows. Kann man abstürzen. Buongiorno, Gian Domenico. Moin. Ja, Marin, das macht der Lasse öfter. Er ist super schnell. Ja, es gibt sicherlich Leute, die das noch schneller können. Und again, ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie Profis unterschiedlich arbeiten. Gerade aus künstlerischer Sicht. Total, ja. Deshalb haben wir Adobe Live, um über die Schultern von Profis zu gucken. Genau, also ich würde auch niemals sagen, dass ein anderer Weg irgendwie schlechter ist. Jeder muss das für sich selbst herausfinden. Es gibt immer 1000 Wege, zum ähnlichen oder gleichen Ergebnis zu kommen, besonders in Photoshop. Und wenn jemand mit dem Schnellauswahlwerkzeug gute Ergebnisse erzielt, dann soll er doch dabei bleiben. Ja, der Tim ist heute nicht live aus dem Keller. Der Tim ist heute mit uns live in München. Ja. Um 2 Uhr wird er auch moderieren. Wird er hier sitzen. Es wird ungefähr so aussehen. Stimmt. Mal gucken, ob der ins Bild passt. Übrigens, was ich nicht so gerne mag, ist dieses Pixelraster. Das blende ich mir eigentlich immer aus und zeige Pixelraster. Stört mich immer, ne? Ja, schon Domenico meint, ich mache das genau wie so wie Lasse. Schnellster und doch effektivster Weg. Ja, schnellster weiß ich jetzt nicht. Ja, ich weiß. Das kommt drauf an. Ja, aber genau. Also ich finde immer,
wenn man eine schnellere Auswahl benutzt oder eine automatische, dann muss man am Ende immer sehr viel ausbessern. Das dauert dann auch und lange. Auch aufpassen, oder? Genau, genau. Und wenn also man das selbst so macht, dann weiß man, man hat, naja, dann es kommt, man natürlich musst du dann auch reingucken, ob du was vielleicht so eine innere Auswahl vergessen hast oder ja, so. Genau, also man ist sehr viel fehleranfälliger dadurch. Also wie gesagt, ich hatte das schon häufiger, dass mir dann später aufgefallen ist, dass ich da irgendwo noch ein Loch drin habe und dann war das Bild schon fertig und ich hatte es vielleicht schon mal runtergerechnet irgendwo und dann nervt das schon. Tada, fertig. Da sind wir. Ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt war, aber ich glaube nicht mehr. Zum Beispiel noch, ja. Ja, das machen wir gleich noch. Erstmal erstelle ich jetzt eine Auswahl erstellen. Beim weiche Kante-Radius nehme ich meistens so 0,5 oder 0,7, mehr eigentlich nicht. Jetzt drücke ich einfach auf die Ebene-Maske, dann haben wir das schon mal drin. Jetzt muss ich natürlich hier noch ein paar Auswahlen erstellen für die Löcher hier. So, da jetzt mal. Wenn er hier so eine Kurve erstellen möchte, dann einfach Alt-Taste gedrückt halten, dann macht er eine harte Kurve quasi in die Ecke rein. So. Und die Pfade lässt du dann einfach sterben? Ja, genau. Ich habe es ja dann als Auswahl und die Pfade brauche ich dann ja eigentlich nicht. Ich habe es ja in der Maske dann sozusagen gespeichert. So, da haben wir ein Loch. Haben wir noch irgendwo was? Ja, hier bei den Haaren könnte man nochmal ein bisschen was machen. Könnte man nochmal hier großzügig was wegnehmen. Na. So. Hier vielleicht nochmal rein. So. So. Jetzt habe ich ja mehrere Pfade erstellt. Wenn ich jetzt eine Auswahl erstelle, hier über den Rechtsklick, dann erstellt er mir immer nur eine Auswahl von einem Pfad. Deswegen muss ich das anders machen. Es gibt hier das Pfadefenster. Und wenn ich da jetzt mit gedrückter Steuerungstaste einmal reinklicke, dann erstellt er mir auch von allen Pfaden, die ich gemacht habe, eine Auswahl. Und jetzt muss ich hier auf Weiß stellen bei der Vordergrundfarbe. Übrigens, D auf der Tastatur stellt hier automatisch die Vordergrundfarbe auf Schwarz und Weiß. Und dann kann man mit X immer wechseln. Das ist auch sehr praktisch, wenn man auf der Maske arbeitet und Dinge löscht oder zurückholen möchte. Und wenn ich auf Weiß bin, kann ich einfach einmal Entfernen drücken. Dann sind die ganzen Bereiche weg. Und eigentlich übernimmt er dann, wenn ich die Auswahl erstelle, die weiche Kante von meiner letzten Einstellung. So. So, und jetzt, wie Gian Domenico fragt, wie machst du das mit den Haaren? Ja, das zeige ich euch. Ja, Haare freistellen. Wenn man das so wie ich hier vor einem grauen Hintergrund gemacht hat, dann kann man das natürlich über Auswählen und Maskieren machen. Aber ich zeige euch auch gleich noch, wie man das bei schwierigeren Situationen machen kann. Also Auswählen und Maskieren. Und dann nehme ich wieder hier das Werkzeug und mal hier jetzt drüber. Die Auswahl wird jetzt nicht perfekt, aber das ist im Prinzip schon gleich, das wird schon ausreichend sein für unser Bild. Ich hoffe, es wird so gut wie bei meinem Original. Hier nochmal ein paar Mal drüber. So, dann wartet mal kurz. Zack, sieht doch schon ganz gut aus. Hier sieht es ein bisschen unschön aus. Da mache ich nochmal drüber. Ja. Hier vielleicht nochmal rein. Und das ist jetzt erstmal nicht so schön, aber wenn wir das gleich vor den Hintergrund setzen, fällt das schon gar nicht mehr so auf. Aber ich, wie gesagt, ich zeige euch auch noch, wie ihr auch das noch schöner hinbekommt. So würde ich es allerdings erstmal machen. Ich muss mal schauen. Ich denke mal, im Verlaufe der Bearbeitung oder gleich, wenn wir es rüberbringen in die andere Datei, dann werde ich das sicherlich noch ein bisschen verfeinern, die Haarauswahl. Aber erstmal reicht es so. Jetzt möchte ich die Frau hier gerne in meine Datei bringen. Das geht zum Beispiel über einen Rechtsklick auf die Ebene und dann Ebene duplizieren. Und dann wähle ich hier einfach das andere Dokument aus. Klicke einmal OK. Und da haben wir sie drin. Aktuell ein bisschen weit unten. So, eben gucken, was das hier für eine Auflösung eigentlich ist. Ich möchte jetzt hier nicht in so einer riesen Auflösung arbeiten. 6000 oder 4000. Ein Rechner ist möglicherweise dann irgendwann langsam. erstmal können wir das so lassen. Das hier kann ich schließen. Ich habe im Notfall ja das nochmal genauso freigestellt, auch als Photoshop-Datei mit. Also das brauchen wir nicht speichern. Jetzt speichere ich aber mal eben meine Datei einmal ab. Ich nenne das mal Adobe Live. Bearbeitung. Und wie ihr sehen könnt, Lasse arbeitet auf einem PC. Weil ja. Auf Adobe Live sagen, warum sind ihr alle immer auf Apple? Ja. Ja. Windows. Also ich habe schon immer Windows benutzt und wahrscheinlich hätte ich tatsächlich, vielleicht wäre ich auf Apple umgestiegen, wenn die Agentur, wo ich meine Ausbildung gemacht hätte,
wenn die Apple benutzt haben, aber die hatten auch PCs. Ja. Eine, wahrscheinlich die einzige Agentur in Deutschland. Und deswegen bin ich damit nie so richtig in Berührung gekommen und für mich ist das im Prinzip auch egal. So, jetzt habe ich es gespeichert. Genau, jetzt haben wir die Frau im Bild. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die jetzt sinnvoll da eingebaut kriegen. Erstmal würde ich sie schon mal ein bisschen kleiner machen. Also nicht die Shift-Taste gedrückt halten. Genau. Also man könnte jetzt natürlich auch aus der Frau ein Smart-Objekt machen. Vielleicht machen wir das vorher mal. Ja. Dann, ich muss mal kurz überlegen, macht das Sinn? Ich lasse es mal, weil dann kann ich nachher nicht mehr so gut auf der Frau arbeiten. Dann muss man. Deswegen lasse ich das erstmal mit dem Smart-Objekt. Ich werde sie jetzt mal ein bisschen verkleinern. Die wird wahrscheinlich gleich noch kleiner, aber ich werde sie auf jeden Fall nicht größer als so verwenden. Von daher kann ich sie soweit schon mal verkleinern. So. Ganz viele Windows. Dein Chat, sehr gut. Ein Lenovo mit eingebautem Wacom. Das ist sicherlich cool, aber ich habe ja hier das Surface Book 2, da kann man auch auf dem Bildschirm tatsächlich arbeiten. Das kann man herausnehmen, den Bildschirm, wie ein Tablet auch benutzen und man kann ihn aber auch umgedreht wieder einsetzen, auf die Tastatur klappen und dann mit dem Stift drauf arbeiten. Das hier ist Xenia, so heißt meine Frau. Und ja, wie kriege ich das jetzt hin, dass die beiden Horizontlinien sich überlagern? Oder dass es sinnvoll aussieht. Also einerseits kann man das natürlich nach Gefühl machen. Manchmal, vor allem wenn die Brennweiten vielleicht nicht perfekt zusammenpassen, dann ist es vielleicht sogar besser, das nach Gefühl zu machen. Ich habe es bei dem ersten Bild, bei dem hier wirklich nach Gefühl gemacht. Wir können es aber hier jetzt auch mal, ich kann euch theoretisch einfach mal zeigen, wie man es machen könnte. Dazu ist es wichtig, dass ihr in eurem Bild, also bei dem Bild im Hintergrund hier ist es ja relativ einfach zu sagen, wo der Horizont ist. Man kann sich über STRG R hier diese Lineale einblenden lassen und dann kann man sagen, ja, hier hinten liegt der Horizont, ist ja relativ klar bei dem Bild. Hm. Bei dem Bild hier ist es nicht so klar. Also mit STRG H kann man übrigens die Hilfslinien ausblenden. Bei dem Bild hier ist es ja nicht so klar, wo der Horizont liegt, denn man kann ihn nicht erkennen. Es ist sehr wichtig, dass wenn ihr jemanden fotografiert und wenn ihr nachher wissen möchtet, wo der Horizont liegt, dann müsst ihr irgendwas im Bild haben, wo, also was eine gerade Linie ist. So wie zum Beispiel hier auf meinem Bild die Linien hier im Parkett. Die kann man relativ klar erkennen, die sind gerade, die laufen auf den Horizont zu. Die kann man sich jetzt zunutze machen, um für dieses Bild hier genau den Horizont festzulegen. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich mache es mal mit dem Fahrtwerkzeug. Gehen wir ein bisschen näher ran und werde jetzt hier einfach mal eine Linie ziehen. Ich hoffe, es funktioniert. Werde das jetzt hier mal anlegen. Cool, Henrik. Also Lenovo Yoga 260. Mit dem eingebauten Wacom. So, jetzt habe ich hier eine Linie. Also die liegt jetzt genau zwischen so, da wo die sich die Parkettstücke hier treffen. Und jetzt nehme ich einfach hier noch eine zweite irgendwo raus. Zum Beispiel diese hier, die ist auch relativ gut erkennbar. Funktioniert. Das ist ein bisschen schwierig, die zu sehen. Hier, die läuft hier ungefähr in Richtung des Absatzes. Ungefähr hier liegt sie. Und da, wo sich jetzt diese beiden Linien treffen, da ist der Horizont. Ich habe hier jetzt nicht ganz genau die Linie getroffen, wie ich das gerade sehe, aber theoretisch wisst ihr hoffentlich, was ich meine. Ich kann es nochmal ein bisschen... Olaf G. meint, einfach ein Blatt Papier beim Shooting auf den Boden legen. Genau, also ein Papier oder ein Karton oder so, das irgendwas, was eben gerade Kanten hat. Hätte ich auch besser hier vielleicht machen sollen, aber so ungefähr kommt es hin. So, dabei treffen sich die beiden Linien und da liegt für dieses Bild der Horizont. Da mache ich jetzt einfach mal eine Hilfslinie rein, beziehungsweise ich male mir die Hilfslinie. Ziehe einfach jetzt bei gerückter Shift-Taste mit einer Farbe, die man vielleicht ganz gut erkennen kann, irgendein Grün hier. Ziehe jetzt hier einmal einen geraden Strich durchs Bild und setze diesen Strich jetzt hier genau dahin, wo sich die beiden Pfade treffen. Die Pfade kann ich jetzt wieder löschen. Und ich muss jetzt natürlich diese Linie immer zusammen mit der Frau verschieben. Da ist der Horizont, also theoretisch müsste jetzt das so sein, dann hätten wir aber eine Riesenfrau. Aber ich kann das ja natürlich jetzt hier einfach zusammen runterskalieren. Und wie ihr seht, es passt für dieses Bild einfach nicht, weil ich schätze mal, dass es an den Brennweiten liegt. Aber theoretisch würde es so passen, wenn ihr Dinge mit der gleichen Brennweite fotografiert. Ich wollte euch nur das Prinzip zeigen. Mhm. Ihr seht, das funktioniert nicht so gut. Ich müsste sie jetzt wahrscheinlich sehr, sehr klein machen. Und wir können natürlich aber auch, wenn wir sie hier jetzt hinsetzen, erstmal
den Hintergrund hier einfach ein bisschen, also den Horizont des Hintergrunds ein bisschen runternehmen. Also ich markiere hier alle Ebenen, die zum Hintergrund gehören, halte die Shift-Taste gedrückt und dann kann man natürlich auch den Hintergrund hier ein wenig nach unten bringen. Das Ganze hier ein bisschen stauchen. Dann passt es mal wieder ein bisschen besser zusammen. Aber wie gesagt, wir nehmen das jetzt hier mal nicht so genau. Ich denke mal, bei dem Originalbild ist das jetzt auch keinem aufgefallen. Ich schaue nochmal, wie hier der Hintergrund ungefähr liegt. Ich habe ihn hier sehr relativ weit nach unten gesetzt. Das können wir auch nochmal machen. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen sinnvoller. Also jetzt das Ganze mal stauchen das noch ein bisschen zusammen. Setzen das mal weiter nach unten. Damit der Horizont auch relativ flach liegt. Und dann passt es wahrscheinlich gleich schon fast wieder. Sehen, wir nähern uns jetzt langsam dem Ganzen an. Ja, nicht die Shift-Taste drücken. So. Erinnerst du dich, wie du das Foto gemacht hast in Death Valley? Warst du ziemlich tief? Gute Frage. Also nicht sehr tief, glaube ich. Also, wenn ich noch das Original anschaue. Naja, also wie man sieht, ich habe es wahrscheinlich einfach schnell aus der Hand geschossen. Deswegen ist es auch so schief. Gedacht, ja, könnte vielleicht irgendwann mal brauchbar sein für irgendwas. Gut, erstmal mache ich sie jetzt hier noch ein bisschen kleiner. Ich drücke immer die Shift-Taste. Das ist einfach. Martin sagt sehr, sehr stark erklärt. Ja, auch wenn es leider nicht funktioniert hat für dieses Bild. Aber wir nähern uns ein bisschen an. Also in diesem Fall. Genau, also wenn es jetzt Gebäude wären oder Sachen, die das Auge gleich erkennt. Genau, dann wäre es wichtiger. Und, dann wäre es viel wichtiger. Und ja. Vor allem, wenn ihr gleiche Brennweiten benutzt, dann wird das auch funktionieren. Auf jeden Fall habe ich schon oft so gemacht. So, ich lasse jetzt erstmal hier stehen. Wahrscheinlich werde ich sie später nochmal vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. Es ist ja so, dass nachher die Uhren wirklich mächtig aussehen sollen und ja, wir müssen mal schauen. Nachher werde ich es noch ein bisschen hin und her skalieren und ja, jetzt ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Hier habe ich noch ein bisschen größer. Ich mache mal ein Smart Objekt draus. Das ist etwas sicherer. Dann kann ich nachher noch ein bisschen hin und her skalieren. Jetzt erstmal hier hinsetzen. So, das hier ist unsere Horizontlinie. Das hier, mache ich mal eine Gruppe draus. Ich sehe ihn ja. Und ja, jetzt würde ich das hier erstmal ausblenden. Das brauchen wir jetzt erstmal weiter nicht. Jetzt möchte ich erst einmal die Uhren reinholen. Wir haben hier das Material. Und ich fange mal mit dieser Metalluhr an. Für die Leute, die etwas später eingeschaltet haben, das ist ein Rendering, was ich mit Cinema 4D gemacht habe. Also die Uhr habe ich auch in Cinema 4D selbst gebaut. Und das kommt dann eben so daraus, freigestellt. Und es gibt dann immer hier zwei Ebenen, die mir ausgegeben werden. Das eine ist einfach das normale Rendering, was oftmals ein wenig rauscht, wie ihr sehen könnt. Dann gibt es immer noch dazu normalerweise eine entrauschte Version. Ich habe das jetzt aber nicht so lange rendern lassen, dass die entrauschte Version tatsächlich da ist, also die beiden Ebenen hier sind beide gleich und das ist für mich auch okay, dass es ein bisschen rauscht. Das ist ja wirklich nicht besonders groß. Also wir können jetzt die Ebenenmaske einfach anwenden und dann haben wir die Uhr hier drin. So, jetzt muss ich mal eben gucken, bei meinen Aktionen habe ich da... Wir hatten im Architekturstudium mal gelernt, dass die Augen auf einer Höhe sein müssen. Wenn also hinten jemand steht, müssen die Augen auf gleicher Höhe sein. Wie wenn hinten jemand steht. Okay. Das geht dann weiter. Also wenn hinten jemand steht, Augen auf gleicher Höhe. Wie wenn vorn jemand steht. Ah, okay, also. Ach so. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Ja, guter Tipp. So, die Uhr holen wir jetzt einfach mal ins Bild. Wieder Ebene duplizieren und jetzt hier. Ja, der Perspektivunterschied kann man auch durch Verzerren des Bodens beheben. Ja, genau. Gehen, das haben wir auch gemacht. Genau. Und Frank R., wie wichtig ist bei den Aufnahmen die gleiche Blende zu verwenden bezüglich Schärfeverlauf? Also im Prinzip, wenn man es alles richtig machen möchte und alles perfekt hinbekommen möchte, dann sollte man alles gleich machen. Also dann, ja, natürlich gleiche Perspektive, gleiche Blende, gleiche Einstellung, gleiches Licht. Desto besser wird das Bild am Ende. Und ja. Desto realistischer. Genau. Mhm. Genau. Jetzt müsste ich mal eben schauen hier auf meinem Rechner. Larissa, die Renderings hat er mit Cinema 4D gemacht.
Genau, da habe ich die. Ich habe nämlich hier eine Aktion für Frequenztrennung, weil ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wie man die Frequenztrennungsebenen macht. Das mache ich immer per Aktion. Ich wusste es mal, aber gut, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich lösche das nochmal eben raus, gehe nochmal hier zurück. Ich möchte gerne diese Spiegelung hier oben rausnehmen. Das geht sehr gut mit der Frequenztrennung. Da gehe ich jetzt mal hier in die Aktionen rein und lade mir die Aktion für die Frequenztrennung eben hier rein, die ich mir gerade auf dem Desktop... Grüße auch an dich, Robert. Robert Kneschke aus Köln. Ah ja, Robert, hallo. Robert hat gerade einen Podcast mit mir veröffentlicht. Oh, okay. Übrigens könnt ihr auf seiner Seite sind auch da. Hören. Alltag eines Fotoproduzenten heißt die Seite. Da könnt ihr eine Stunde ein Interview hören. So. Ein Podcast, also genau. Reden. Genau, da rede ich mit ihm über die Stockfotografie, auch ein bisschen über 3D und so. Also Alltag eines Fotoproduzenten.de ist die Seite. So, jetzt habe ich hier die Ebenen der Frequenztrennung erstellt. Ich denke mal, die meisten, die sich mit Bildbearbeitung beschäftigen, wissen, was das bedeutet. Wir haben eine Ebene, auf der, ich werde das hier mal eben die Schnittmaske erstellen, auf der nur die Details liegen. Das ist eine graue Ebene. Da sind die Details hervorgehoben. Und dann haben wir eine Ebene, die quasi weich gezeichnet nochmal die Uhr darstellt. Auf der Ebene sind sozusagen keine Details mehr drauf, sondern nur die Farbe. Und das Praktische an der Frequenztrennung ist, dass man jetzt beide Bereiche, also Details und Farbe, unabhängig voneinander bearbeiten kann. Und ja, das machen wir jetzt, um diese Spiegelung hier rauszunehmen. Das ist, würde ich sagen, die einfachste Variante, um das zu machen. Ich mache das hier mal gerne als Schnittmaske dann ran. Und ich kann jetzt einfach hier zwischen diese beiden Ebenen eine neue Ebene legen. Also das hier ist die Ebene für die Farbe. Und das hier sind die Details. Und das hier können wir auch Farbe nennen, denn wir malen jetzt quasi über die Farbe, aber unter den Details. Ich nehme jetzt hier eine Farbe auf. Übrigens, wenn ihr so eine Frequenztrennungsaktion, müsst ihr einfach mal bei Google suchen, da gibt es zigfach diese Aktion. Ja, der Sven hat die schon den Link. Ah, perfekt. fxray.com. Danke, Sven. Ja, von Dom. Mhm. So. Ich nehme jetzt hier mit dem Farbwähler, erreicht man übrigens über Alt, wenn man den Pinsel benutzt, gehe ich hier rauf und male einfach hier drüber. Und dann, wie ihr seht, ich male nicht über die Details, sondern eben nur über die Farbe. Die Details bleiben erhalten. Und dadurch wird das Bild nicht irgendwie unscharf oder so. Und jetzt kann man natürlich hier nochmal den Übergang ein bisschen schöner machen. Aber ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm, dass jetzt hier so ein bisschen andere Details drin sind als hier. Die Uhr ist vielleicht an der Stelle ein bisschen zerkratzt oder so. Aber der Vollständigkeit halber zeige ich natürlich gerne nochmal hier. Ihr könnt natürlich auch die Detailebene bearbeiten, zum Beispiel mit dem Stempel. Da ist es wichtig, dass ihr den Aufnahmebereich wirklich hier nur von dieser Ebene nehmt. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr die Struktur jetzt von hier auch hier haben wollt, dann nehmt ihr sie einfach hier irgendwo auf und pinselt die da drüber. Und so könnt ihr dann natürlich auch die Struktur hier anpassen an den Rest. Der Alfred fragt dich, wenn du da weitermachst, wie organisierst du deine ganzen Fotos, Bibliothek, dass du die wiederfindest? Also ich bin jetzt nicht so der große Organisator. Ich habe verschiedene Ordner auf meinem Rechner, die eben ja nach Urlauben oder nach Texturen so ein bisschen geordnet sind. Also ich habe einen Texturenordner, da habe ich das dann nach Himmeln oder Betonwände so ein bisschen geordnet. Aber ich habe auch überall anders noch Betonwände drin. Ich habe das jetzt nicht alles ganz penibel sortiert. Ich weiß immer ungefähr, wo ich was finde, bei welchem Urlaub ich was fotografiert habe oder ja. Also der Katalog ist hier. Ja, teilweise auf jeden Fall. Genau. Aber ich brauche auch oft sehr, sehr lange, jetzt schreibe ich hier schon teilweise hin, Uhrmeter. Ich brauche auch teilweise sehr, sehr lange, um Bilder zu finden. Also die Bildrecherche kann oftmals einen sehr, sehr großen Teil der Arbeit einnehmen, beziehungsweise einen großen Zeitanteil einnehmen von der Bilderstellung. So, das ist jetzt hier meine Metalluhr. Das nenne ich auch nochmal Uhr Metall. Und jetzt mache ich einen Rechtsklick und Gruppe duplizieren und dupliziere mir das Ganze in mein Dokument. Da ist die Uhr. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt wähle ich das Verschieben-Werkzeug, Steuerung T nochmal und dann würde ich jetzt diese Uhr hier vielleicht ungefähr hinsetzen. Die soll tatsächlich oben so ein bisschen rauslaufen, wie hier oben. Ich fand das irgendwie ganz cool. Dann sieht sie einfach noch riesiger aus. Ich würde sie jetzt einfach hochskalieren, auch wenn das vielleicht über der Auflösung sitzt. Die Uhr sitzt im Hintergrund, deswegen kann man da ruhig mal ein bisschen skalieren. Wichtig ist, dass hier die Frau scharf ist. Und Frank meint, der Horizont-Tipp hat mein Leben unfassbar verschönert. Ah, das freut mich. Ja. Sehr schön. Ja, bisschen hochskaliert. So würde ich es erstmal lassen.
Und dann machen wir direkt mal weiter. Das hier brauchen wir erstmal nicht mehr. Steuerung S einmal zum Speichern und wir holen uns die nächste Datei ins Bild. Und dann nehmen wir mal den Wecker. Ich habe das jetzt mal Wecker genannt, weil ich erst einen Wecker bauen wollte. Und dann ist mir eingefallen, ein Wecker könnte nicht so gut rollen. Der hat ja oben diese Klingeln. Und dann habe ich halt nur sowas in der Art gebaut. Eine andere Uhr. Eine andere Uhr, die ein bisschen dicker ist. Wie ein Wecker. So, mal gucken, ob wir hier vielleicht diese... Kann ich euch das nochmal zeigen? Dann nehmen wir auch keine... Die neueste Version. So, das ist jetzt der Wecker. So heißt er jetzt. Eben was gelöschen oder anwenden, ist egal. So, ihr könnt übrigens auch, wenn ihr eine Datei ins andere Bild holen wollt, einfach mit dem Verschieben-Werkzeug das Ganze hier auf den Tab ziehen und dann so geht vielleicht manchmal noch ein bisschen schneller. So, das ist der Wecker. Den können wir auch schon mal hier so ungefähr platzieren. Hast du schon mal probiert, mit Dimension diese 3D-Objekte in die Foto rein, das Foto reinzubringen? Also das ja, kurz, aber so richtig, muss ich zugeben, habe ich mich damit noch nicht so befasst. Weil das könnte man das 3D-Objekt mit Dimension direkt auf den richtigen Horizont und alles, richtiges Licht. Ja, ich habe es auch schon. Und dann rendern und dann mit Photoshop weiter bearbeiten. Ja, ist schon praktisch. Mhm. Also ich habe halt einmal versucht, mit Photoshop zu rendern. Das hat irgendwie eine Stunde gedauert für so ein kleines Männchen. Und dann hatte ich irgendwie es danach aufgegeben. Aber es wird sicherlich besser oder ist vielleicht mittlerweile schon ein ganzes Stück besser geworden. So, das hier setze ich mal hier hin. Also ich wollte einfach, dass die Uhren jetzt so von beiden Seiten, dass es so ein bisschen bedrohlich nachher wirkt. Und wenn ich das jetzt so sehe, würde ich auch sagen, hier meine Frau ist ein bisschen zu groß noch. Die soll kleiner werden. Das muss richtig bedrohlich nachher aussehen. Aber... Wir müssen natürlich auch die Uhren... Das ist eine ganze Diskussion über was du gerade gesagt hast. Ja, wichtig ist, dass die Frau scharf ist. Und dann, genau, ich werde auch sowieso noch eine Unschärfe in den Hintergrund haben. Tanja meint, ja, sonst kriegt er zu Hause Ärger. Hi, Lady, my Lady Janine. So, ungefähr würde ich setzen. Ich möchte, dass es sich hier so ein bisschen überlappt. Dann ist das auch ein bisschen klarer, dass die Uhr auf jeden Fall dahinter rollt. Und so würde ich es erstmal lassen. Jetzt die dritte Uhr. Eine gibt es ja noch. Das ist hier die Holzuhr. Die holen wir uns auch nochmal rein. Und ja, die können wir auch einfach so nehmen. Die kommt natürlich jetzt ganz nach hinten. Das ist hier nochmal sinnvoll ordnen. Das ist hier der Wecker. Das ist die Holzuhr. Das hier können wir löschen, die haben eine Maske. So. Und die soll eher so ein bisschen. Ist auf allen Uhren dieselbe Zeit? Ja, ich habe sie immer auf 5 vor 12 gestellt. Das okay. Ist ein bisschen der Witz. Ein bisschen gewitzt. So. Und die machen wir ein bisschen kleiner. Die soll hier hinten im Hintergrund rollen. Halt so. So, jetzt haben wir schon mal die Sachen drin. Hallo Joachim. Willkommen. Es ist nie zu spät. Wir streamen ja von 10 bis 18 Uhr. Jeden Tag. Genau. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. So, das Bild ist fertig. Bild ist fertig, okay. Nächstes. Wir können abbrechen. gut, wir haben jetzt die Sachen alle drin, die wir im Bild haben wollen. Und dann können wir jetzt erstmal anfangen, die Schatten einzubauen. Und ich fange erstmal hier bei der Xenia an. Das hier ist die Horizontlinie, das kann ich auch nochmal benennen. Horizont. Es ist ja gleich 5 vor 12. Ja, das stimmt. Vielleicht stimmen die Uhren kurz. Wenn ihr Schatten malt, ich persönlich mache mal zwei Schatten. Das eine ist der Kernschatten. Und dann das ist ein sehr wichtiger Schatten, den viele Leute vergessen. Ich mache übrigens die Schatten einfach, indem ich mit Schwarz male. Mit wenig Fluss. Ja, 8% ist okay. Und der Kernschatten, das ist der Schatten für den Bereich, wo das Objekt den Boden berührt, beziehungsweise der Bereich, wo fast kein Licht hinkommt oder gar kein Licht. Und das ist hier eben der Bereich unter den Schuhen zum Beispiel. Und hier mache ich übrigens jetzt gerade auch mit der Maus. Soll es so ein ganz bisschen dunkel hervorschauen. Ich muss ein bisschen kleiner machen hier den Pinsel. So. Also hier unterm Schuh darf es teilweise wirklich fast komplett schwarz sein. Und dann soll es ein bisschen weich natürlich nach vorne hier auslaufen. Hier darf es ein bisschen dunkel sein. Ein bisschen runter. Ich habe auch hier an meinem Tablet so eine Funktion, dass ich die Pinselgröße verändern kann mit dem Rad. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das werde ich mal einstellen. So. Ungefähr so. Dadurch wird das Objekt oder die Person eben an dem Boden verankert. Das bringt immer schon sehr, sehr viel. Viele Leute machen nämlich nur den Schlagschatten. Und das wird jetzt der zweite Schatten sein. Das ist der Schlagschatten.
den werde ich jetzt hier für die Person auch komplett selbst malen. Da würde ich vielleicht tatsächlich mal das Grafiktablett heranziehen. So, ich gehe mal hier so auf 5%. Übrigens auch ein Trick, den ich noch nicht sehr lange kenne. Wenn ihr mit dem Grafiktablett hier die Einstellung verändern möchtet, die Alt-Taste gerückt halten, dann geht es viel, viel besser. Weil wenn ihr es nicht macht, dann verspringt das immer ganz oft und man kriegt irgendwie ganz schwierig nur die Zahl hin, die man möchte. Mit der Alt-Taste, dann ist es sehr viel feiner und kann super einstellen. So, Druckempfindlichkeit würde ich erstmal ausstellen und mir jetzt hier einen Pinsel nehmen mit 36 Pixeln und dann, ich möchte, dass der Schatten jetzt ungefähr, das ist schon zu viel, der Kraft, also ich gehe nochmal weiter runter. 3%. Dann Domenico, echt erstaunlich, dass er genauso arbeitet wie ich. Ich schaue mir quasi selber zu. Hey! Sehr gut. Und Oliver, Lars, da ich leider keine passenden Stocks finde, überlege ich, ob ich nicht versuchen soll, ein Branding aus Schlamm in 3D zu erstellen. Ja. Hast du da Erfahrungen mit Flüssigkeiten in 3D oder kannst du etwas dafür empfehlen? Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es X-Particles gibt als Plugin für Cinema 4D. Und ich weiß, dass, glaube ich, viele das damit machen. Aber ich habe es nie ausprobiert bisher. Dann gibt es, glaube ich, noch Real Flow. Das ist, glaube ich, auch speziell für... Mhm. Also X-Particles, glaube ich, auch für Partikel und sowas. Und Real Flow ist auch nochmal speziell für Wasser. Ah, also eine Brandung, nicht Branding. Um realistisches Wasser zu machen. Aber habe ich das selbst... Was ist Brandung? Brandung ist, ich weiß nicht, ob das auf Englisch heißt, Shore. Sure. Also die Wellen, die ankommen. Ah, okay. Am Meer, okay. Hab verstanden. Ja, genau. Ja, da habe ich auch super Animationen von Wasser gesehen. Ja, genau. Ja. Das, also ich glaube, so für die Kinofilme, die machen, glaube ich, sehr viel mit Real Flow, also wenn sie Cinema 4D benutzen. So, ich mal jetzt mir hier langsam meinen Schatten rein. Ja, diese Wikinger-Filme, wo die Boote immer sind. Und der Vikings zum Beispiel ist eine sehr gute Serie. Das ist wahrscheinlich auch 3D, ja, das Meer. Bestimmt, ist wahrscheinlich alles 3D heutzutage. Siehst du? Wahrscheinlich. Ja, man weiß es nicht, weil es so gut aussieht. Sorry, Oliver, ich dachte Branding, aber Brandung. So, jetzt haben wir hier schon einen Schattenansatz. Sieht schon ganz gut aus. Woher weißt du, wie die Schatten aussehen sollen? Also. Das überlege ich mir. Also, ich habe mir überlegt, dass das Licht von hier oben, dass hier irgendwo hinter dem Nebel, also den Nebel machen wir noch ein bisschen dichter gleich, dass hier oben irgendwo die Sonne sitzen soll. Und dann möchte ich, dass die Schatten, also wenn hier oben die Sonne ist, dann werden die Schatten irgendwo hier in die Richtung fallen. Und deswegen male ich sie in diese Richtung. Und ja, sie sind wahrscheinlich jetzt nicht hundertprozentig realistisch. Am besten, also man kann sie natürlich auch mit fotografieren, dann kriegt man natürlich die besten Schatten. Aber in diesem Fall habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, dass ich auch hier beim Material, wenn wir uns hier nochmal die Originalschatten anschauen, dadurch, dass ich hier mehrere Blitze verwendet habe, sieht man kaum den Schatten. Die fallen in verschiedene Richtungen und so. Und ich möchte hier für mein Bild schon eine klare Lichtrichtung haben. Das sieht dann einfach ein bisschen realistischer aus. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, hier hat sie eine sehr klare Lichtkante auf der rechten Seite. Und links hat sie zwar auch eine, aber die fällt hier, finde ich, besonders auf. Deswegen würde ich sagen, das Licht kommt von rechts oben und deswegen fällt der Schatten nach links. So, jetzt habe ich hier erstmal so einen Strich gemacht. Ihr könnt übrigens, wenn ihr eine gerade Linie zeichnen wollt, ich kann das hier nochmal zeigen mit einer höheren Deckkraft, wenn ihr hier einen Punkt macht, noch höher, dann sieht man das besser, einen Punkt machen und dann die Shift-Taste gedrückt halten, dann verbindet euch Photoshop immer die Punkte. So kann man schöne gerade Linien machen, wenn man jetzt hier einen geraden Schatten machen möchte. So habe ich das auch hier teilweise gemacht. So, jetzt hat... ZZZ. Ha? Genau. Das hast du aber schnell gelernt. Ja, ha? Stimmt. Ist schon drin, habe gar nicht drüber nachgedacht. Perfekt. Ja. So, und jetzt gehe ich hier natürlich wieder sehr weit runter mit meinem Plus. Ja, auch am Mantel kann man sehen, wo das Licht ursprünglich kam, ja. Ja, klar, genau. Wie gesagt, es wird kein 100% realistisches Bild. Es soll einfach am Ende einigermaßen stimmig aussehen. Das wäre gut. Und hoffentlich schaffe ich das nochmal. So, jetzt hat sie einen Mantel an. Deswegen würde ich sagen, der Schatten sollte hier irgendwo in dem Bereich nochmal ein bisschen breiter werden. Aber er soll natürlich auch ein bisschen schwächer werden. So, wie gesagt, das ist jetzt einfach ganz stumpf selbst gemalt. Hier könnt ihr das auch sehen. Der wird hier einfach so ein bisschen breiter im fertigen Bild. Soll wirklich kaum auffallen, es soll nur irgendwie ein bisschen da sein. Einfach. So würde ich es erstmal lassen. Das würde ich sagen, reicht erstmal. Man kann, wie gesagt, sich das später nochmal anschauen, aber so fürs Erste würde ich sagen, das sind die Schatten für die Läuferin.
Ja, natürlich gibt es alle diese Streams dann als Replays und schon hier auf adobelive.com habe ich schon eine Leiste hingetan, da sind alle Replays schon, also da sehen wir noch nicht, aber sobald Lasse fertig ist, ist dann Lasses Replay hier drinnen. Ja. Und ja, ihr könnt auch schon auf adobelive.com die Replays für auch die letzten Adobe Lives angucken, aber das wird alles hier sein. Und wenn es nicht mehr hier ist, dann ist es halt auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal. Ich habe da eine Playlist gemacht und die ist da vorhanden. Also nichts wird verliert. Genau. Alles ist für immer. Genau. Und da könnt ihr eben sehen, wie er mit dem Schatten angefangen hat. Genau. Danke, Andreas. Aber ich glaube, man kann auch im Stream jetzt zurückgehen, theoretisch, oder? Ja, man könnte. Also nicht hier auf adobelive.com. Ach so. Oder doch, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht, aber ich meine, dass ich das mal gemacht habe. Ja, ja. So, also ich bin jetzt hier auch wieder beim Kernschatten und male das hier jetzt direkt da, wo die Uhr den Boden berührt, soll es sehr, sehr dunkel sein. Mhm. Natürlich macht das jetzt hier bei der Uhr, sieht es ein bisschen komisch aus, weil hier so eine helle Kante drin ist. Ich hatte jetzt in meinem Rendering keinen Boden drin, deswegen ist es hier unten ein bisschen heller. Kommt auch Licht drunter, ja. Genau, deswegen ist da ein bisschen Licht angekommen. Das können wir aber einfach, sehr einfach lösen. Einfach nochmal eine Ebene hier oben drüber, die mache ich auch als Schnittmaske. Nenne das hier einfach mal abdunkeln. So. Danke, Marin, dass du das gesehen hast, dass bis jetzt alles gut läuft. Aber... So, jetzt abdunkeln habe ich es genannt. Wie gesagt, ich male einfach in normalen Modus hier drüber, bis es hier unten dunkel wird. Und dann fällt das nicht mehr so auf. Der Jan fragt, ob du bei den Uhren, den PS, den Photoshop-Beleuchtungsfilter für die Schatten demonstrieren kannst. Es sind keine 3D-Objekte, es sind schon Renderings. Es sind schon Renderings, das ist quasi wie ein Foto. Ja. Also ich habe das nicht mit Photoshop, sondern mit Cinema 4D gemacht. Mit den Photoshop 3D-Funktionen kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber vielleicht meinst du auch diesen Renderfilter Beleuchtungseffekte. Ich weiß nicht, ob du den meinst. Den benutze ich ehrlich gesagt nie, weil ich den nicht gut finde. Aber der ist auch schon ganz, ganz alt. Von daher, den würde ich jetzt nicht zeigen, weil ich ihn auch nie benutze. Deswegen, ja. So, wir haben den Kernschatten gemacht. Den werden wir gleich nochmal ein bisschen weiter bearbeiten. Erstmal kommt jetzt der Schlagschatten. Den würde ich jetzt hier bei der Uhr tatsächlich nicht komplett selbst zeichnen, sondern da würde ich mir eine Form aufziehen mit dem Fahrtwerkzeug. Und ich möchte jetzt natürlich nicht, dass der Schatten hier in die Läuferin reingeht, beziehungsweise dass sie im Schatten läuft. Deswegen würde ich die Uhr dann nochmal ein bisschen nach rechts ziehen. Und sie vielleicht noch ein bisschen nach links weiter. Das kann man natürlich auch später alles noch genauer anpassen, aber jetzt nehme ich das Fahrtwerkzeug und werde jetzt hier unten ansetzen, ungefähr an der Kante. Ich kann auch ein bisschen näher rangehen, hier. Und dann hier einen Schatten ziehen, der ungefähr natürlich in die gleiche Richtung läuft. So. Und so. Schließe ich hier einmal. Ungefähr so. Man kann das Ganze jetzt hier natürlich noch ein bisschen bearbeiten. Ich will es vielleicht noch ein bisschen breiter ziehen, wenn ich hier die einzelnen Punkte anwähle. Vielleicht so. Wie kann man bei Adobe Stock nach bestimmten Portfolios suchen? Über Google geht das. Wenn du den Namen des Künstlers kennst, dann kannst du einfach Adobe Stock und dann den Künstler selbst nicht machen? Nein? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Nein, also auch Tim meint nicht. Man kann das nicht. Okay. Ich kenne den Grund dafür nicht, aber Google ist immer ein guter Freund. Ja. Genau. Das funktioniert eigentlich meistens. Aber man muss, wie gesagt, den Künstlernamen kennen. So, jetzt haben wir hier einen Pfad gemacht. Jetzt mache ich daraus eine Auswahl. Rechtsklick. Auswahl erstellen. Da haben wir jetzt eine Auswahl. Das ist ja hier unsere Metalluhr, deswegen. Wir haben hier auch schon mal. Matthias fragt dich, benutzt du auch das Quixel-Plugin für Photoshop? Quixel-Plugin? Nein, ich habe ein paar Texturen von Quixel tatsächlich, die ich für meine Renderings benutze, aber das Quixel-Plugin habe ich noch nie benutzt. Das kenne ich nicht. So. Jetzt fülle ich einfach diese auf der Schlagschattenebene jetzt diesen Bereich hier, den ich ausgewählt habe, mit Schwarz. Und schon haben wir einen Schatten. Der sieht natürlich aktuell noch nicht so schön aus. Jetzt zeige ich euch nochmal einen coolen Trick. Ich mache einen Rechtsklick hier draus und mache ein Smart-Objekt daraus. Mache ich eins draus? Ja, ich versuche es erstmal als Smart-Objekt. Jetzt gehe ich in die Weichzeichner-Galerie und nehme den Tilt-Shift-Filter. Denn ja. Schatten haben das ja so an sich, dass sie am Anfang, also hier
an der, am Bereich näher am Objekt, da sind sie eher scharf. Und dann, je weiter sie wegkommen vom Objekt, desto unschärfer werden sie. Das habe ich hier eben auch versucht. Und das kann man sehr schön, diesen Effekt erzielen mit dem Tilt-Shift-Filter. Übrigens, wenn bei euch auch die Funktion, die Werkzeuge hier nicht eingeblendet werden, STRG H, blendet sie wieder ein. So, jetzt sage ich hier mit diesem Punkt, wo die Schärfe, also der scharfe Punkt sitzen soll, der soll hier ein bisschen weiter hinten sitzen, denn ich möchte auch, dass schon hier eine unten, das soll nicht komplett scharf sein, hier also da auch schon eine Schärfe eine Unschärfe sitzen soll. Diese, dann gibt es ja diese verschiedenen Linien hier. Das hier ist die Linie, wo es anfängt unscharf zu werden, also zwischen dem Punkt und dieser Linie hier ist alles scharf. Deswegen, da ich ja möchte, dass es hier schon anfängt unscharf zu werden, setze ich hier die Linie etwas weiter hoch. Hier, je weiter ich sie hochschiebe, seht ihr, es wird ein bisschen unschärfer. Und zwischen diesen beiden Linien baut sich jetzt die Unschärfe langsam auf. Und wenn man hier bei der gestrichelten Linie angekommen ist, dann hat man hier die Unschärfe erreicht, die man hier oben eingestellt hat. Also ich ziehe die nochmal ein bisschen auseinander. Und jetzt können wir hier sagen, ich möchte das gerne stärker weich zeichnen, dass der Schatten hier oben richtig schön weich wird. Und so kriegen wir wirklich einen sehr, sehr schönen Schatten hin, wie ihr sehen könnt, der hier hinten richtig schön weich wird. Ja, ich würde vielleicht ein bisschen mehr geben, so, vielleicht 100 Pixel hier in dem Fall. Und jetzt klicke ich OK. Dauert das vielleicht ein bisschen. Und dann haben wir hier einen sehr schönen Schatten mit diesem Filter erstellt, der natürlich noch viel zu hell ist. Viel zu dunkel. Viel zu dunkel, natürlich. Ja. Genau. 2 Stunden Stream. Ja, genau, das langsam macht sich das bemerkbar. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen runter. Natürlich sollten die Schatten alle ähnlich hell sein. Der hier kann jetzt ein bisschen dunkler sein, weil wir hier ein sehr großes Objekt haben, was natürlich mehr Schatten wirft. Aber ich gehe jetzt hier erstmal so. Die sollen schon ungefähr gleich hell sein. So, auf 46% in der Deckkraft. Und ich würde ihn auch hier mit einem, nochmal diese Ebene mit einer Maske versehen. Jan meint, genau dafür ist doch das Beleuchtungsfilter. Schatten? Okay, vielleicht habe ich ihn auch bisher unterschätzt. Ich nutze den Beleuchtungsfilter, wie gesagt, nicht. Also das, und, ach so, wahrscheinlich dann der Beleuchtungsfilter im 3D-Modus. Ja, dann kann man wahrscheinlich einen Schatten sich erstellen. Ja, ja, das habe ich tatsächlich. Hast du auch schon Compositing komplett in C4D gemacht? Fragt Jürgen. Nein. Also würde sich ja anbieten mit Licht und Schatten etc. Ja, natürlich. Ja, also ich habe schon Landschaften in Cinema 4D gebaut. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich davon was hier dabei habe. Ich habe hier so ein paar Bilder. Ich überlege gerade. Und eben auch Adobe Dimension ist super cool, um eben 3D-Objekte in 2D-Bilder reinzuholen und die richtigen Schatten, die richtigen Reflexionen, alles richtig. Ja, mag sein, dass ich da vielleicht bei einigen Dingen noch nicht was gemacht habe. Aber, ja. So, jetzt möchte ich auch diesen Schatten hier noch ein bisschen heller machen in dem Bereich, der ein bisschen weiter entfernt ist. So, jetzt sieht es aber immer noch nicht hundertprozentig gut aus, wie ich finde. Es muss hier noch einen Bereich geben, der noch ein bisschen dunkler ist. Deswegen gehe ich hier nochmal zurück auf den Kernschatten. Und da mache ich das dann so, dass hier eben der Kernschatten jetzt sich so weich in den Schlagschatten übergeht. Also ich habe hier meine 5% noch eingebaut und mache das jetzt hier so, dass ich hier so ein Ei sozusagen nochmal reinmale, so ein halbes. Hier an den Seiten kommt natürlich schon wieder ein bisschen mehr Licht rein. Und dann das hier so, das ist schon... Ja. Es ist ja nebelig, deshalb sind es keine harten Schatten. Genau, Nebel kommt natürlich auch noch dazu. Genau, es ist ein bisschen neblig, deswegen gibt es weiche Schatten. Genau, der Nebel wirkt wie eine große Softbox und es wird auch noch nebliger werden. Ja, so würde ich es vielleicht erstmal lassen. Wir könnten vielleicht den Schatten insgesamt nochmal ein wenig breiter machen. Ich bin jetzt eigentlich hier mit der Weichzeichnung zufrieden, deswegen würde ich jetzt mal ganz böse hier das Ding rastern. Auch den Filter nicht mehr. Und jetzt kann ich das Ganze hier einfach mal ein bisschen breiter ziehen. Mal schauen, wie das wird. Shift-Taste gedrückt halten. Dann ist es eher so, dass die Sonne kommt ja hier so ein bisschen von rechts, habe ich mir gedacht. Dann darf auch gern der Schatten so ein bisschen mehr auf die Rückseite hier fallen. Vielleicht ziehe ich nur den Schlagschatten. Ja, vielleicht so ein bisschen so. Jetzt noch ein bisschen breiter. Und hier hinten müssen wir den jetzt auch mal ein bisschen schauen, ob das mit dem Verformwerkzeug geht, einfach ein bisschen nach hinten ziehen. So, vielleicht ein bisschen besser. Den hier verforme ich auch noch mal ein bisschen, ziehen den noch mal ein bisschen besser hier wieder auf die neue Form. Ungefähr so.
würde ich das jetzt erst einmal lassen. Jetzt würde ich die Uhr nochmal insgesamt ein bisschen rüberziehen, damit die Frau nicht im Schatten läuft. Ja, wie das am Ende schauen wir nochmal, wie wir alles platzieren. Erstmal ist das okay. Und jetzt müssen wir natürlich das Gleiche für die jetzt anderen. Jetzt hast du ziemlich wenig Zeit noch heute. Achso, aber ja, genau. Natürlich geht das morgen, weiter. Und wegen, genau. Während er da weitermacht mit dem Schatten, natürlich geht es jetzt dann gleich weiter mit unseren nächsten Gästen, Bao und Kiko, zusammen mit dem Chan. Und dann um 2 Uhr ist der Sean Bu zusammen mit dem Tim. Tim sitzt schon da, hallo. Dann, ja. Und dann Illustration mit Lisa um 16 Uhr bis 18 Uhr. Und das, dann fangen wir morgen wieder an. Um 10 Uhr sind wir wieder mit dem Lasse hier und dann arbeiten wir an diesem Bild weiter. Vielleicht fangen wir ein anderes an. Hey, wer weiß? Ja, wer weiß, also wohin wir kommen? Und wie gesagt, alle Replays sind hier dann auf adobelive.com. Sobald wir hier mit dem Lasse fertig sind, kommt das Replay da automatisch hier rein. Und ja. Und wenn ihr auf Adobe Live zuguckt, ist alles automatisch. Also da braucht ihr nichts. Weil wenn du live auf YouTube guckst, dann müsstest du den anderen Stream finden, dann draufklicken. Auf Adobe Live ist alles automatisch. Eins nach dem anderen in der Reihenfolge. Und ich glaube, auf YouTube kann man auch nicht so gut chatten, oder? Da kann man auch gut chatten. Auch so gut chatten. Aber das Gute mit Adobe Live ist, dass das ist halt mit dem Adobe ID ist. Ja. Und dann, Domenico, hast du keine Probleme mit der Verpixelung, wenn du die Ebene so oft skalierst? Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß ja ungefähr, was geht. Und klar, man sollte jetzt irgendwie nicht sowas machen, wie die Frau hier einmal komplett ganz klein ziehen und dann bestätigen und dann wieder groß. Aber wenn es ein Smart Objekt ist, ist es auch. Ja, genau. Habe ich ein Smart Objekt draus gemacht mittlerweile? Mhm. Ja, habe ich. Also von daher, mit Smart Objekten ist es ja so, dann kann man ja skalieren, wie man möchte. Dann wird ja das Original gespeichert. Und das ist eigentlich sehr praktisch. Ja, genau. Ich habe jetzt hier schon mal den Kernschatten eingemalt von der nächsten Uhr. Und Thomas Böttcher, ich bin sprach- und kommentarlos. Ich habe so viel gelernt. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Und ja, morgen machen wir dann auf jeden Fall noch Staub rein und zeige ich euch natürlich, wie man dann auch dafür sorgen kann, dass die Uhren wirklich so aussehen, als wären sie auch da gewesen mit Nebel und Staub und Atmosphäre und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass wir es wirklich fertig bekommen, auch in den 3 Tagen. Eigentlich müssten wir es schaffen. Wir sind ja schon relativ weit gekommen. Ja, oder? Aber nicht so weit, wie du wolltest, ha? Das hat sich nicht so vorgestellt, das mit dem Chat zu chatten und Fragen beantworten. Ich hätte gedacht, dass ich noch ein bisschen weiterkomme. Ich hatte auch vorher ein bisschen Sorge, ob ich vielleicht noch mehr mache. Ich habe theoretisch noch ein anderes Bild mit, aber das sieht im Moment schlecht aus. Und Eugen fragt dich, woher nimmst du Inspirationen? Dem können wir halt helfen. Also, was ich in letzter Zeit wirklich mega finde, ist Behance. Also, da kann man ja dann Fotografen folgen. Man sieht es jetzt schon hier, das sind einfach Empfehlungen für mich. Und das sind da schon super Bilder hier, das mit der Flasche. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt super kommerziell. Gerade für den Kunden, für den das hier wahrscheinlich gemacht wurde, ist es das wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Stockbild wäre. Wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann einfach dort, wenn man den richtigen Leuten folgt, dann werden einem auch immer andere Dinge vorgeschlagen. Man kann sich einfach mega inspirieren lassen. Ich finde auch jetzt, keine Ahnung, das Bild hier sieht auch mega aus. Also einfach, um zu schauen, was machen eigentlich so die besten Leute der Welt und denen kann man da folgen und die zeigen da ihre Projekte und oftmals eben auch entweder verschiedene Varianten, aber eben auch oftmals mit sehr tiefen Einblicken in die Projekte. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ein und das hier jetzt nicht, aber ich finde, da kann man so viel finden und einfach so viel schauen. Hier, das ist zum Beispiel, das könnte eine Idee sein, die sich auch im Stockbereich umsetzen lassen würde. Also, und ja, die Qualität ist einfach extrem hoch dort und ich finde, da gibt es immer Sachen, die einen inspirieren und die einem auch zeigen, vielleicht, wo man hin möchte. Cool. Und mit diesem Tipp sind unsere 2 Stunden fertig. Ja. Aber wir sind wieder hier um 10 Uhr morgen mit Lasse. Aber gleich geht's weiter. Bleibt alle hier mit Bao und Kiko. Die sind schon hier. Ja? Hallo. Hi. Also bleibt alle hier. Es geht gleich weiter. Bao, Kiko und Chan. Bis morgen. Okay? Tschüss. Ciao.